Sehr verehrte Damen und Herren, im Namen der Theatergruppe Burg Kreuzen möchte ich Sie recht herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich unseren Herrn Bürgermeister und den Vizebürgermeister. Wir spielen heute das Theaterstück. Wir spielen heute das Theaterstück Jägerblut von Benno Rauchenecker. Es ist das Erfolgsstück in 4 Akten, wobei der zweite Akt aus 3 Teilen besteht. Und wir machen zwischen jedem Akt ca. 5 bis 10 Minuten Umbaupause und nach dem zweiten Akt machen wir die große Pause. Es dauert ungefähr 4 Stunden. Und es gibt draußen Wurst und was zum Trinken. Und wie Sie alle wissen, das Brot des Künstlers ist der Applaus. Und ich hoffe, ich spreche es damit. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ja, in Gottes Namen, was denn noch ist? Ist das eine Geschichte? Freien Arisch kommt man weg, weil lauter Sound schon voll bei. So einmal soll ich in Köln runtergehen, zur gleichen Zeit ins Gachtel aussehen, Stamm aufhören, Händel putzen, Schnitzel schneiden, Erdöpfe schön und hier zu dekorieren auch noch. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, für lauter Sommeinander reinen. Jetzt hat mir der Wirt zwei Kranz gegeben. Den einen sollte vor den Musikanten auf den Nagel aufhängen. Und ich sehe keinen Nagel nicht. Und was ich mit dem zweiten tun soll, das weiß ich nicht mehr. Nicht um eine Seligkeit. Das ist ein Kreuz, wenn man sich so im Tag fortbringen muss. Jo, Launi, was stehst denn du schon wieder so umeinander da? Ja, hier, was tust denn du schon da? Was ich da tue? Ja, was man halt im Wirtshaus so tut, meine dich. Wo ist denn der Wirt? In der Kuchel wird er halt sein, wenn ein Wirt ihn nicht schon rausgejagt hat. Hast vielleicht wieder was Wichtiges mit ihm zu verhandeln? Ja, was ich mit ihm zu reden habe, das geht dir nichts an, verstanden? Ob's mir gerade nicht gesagt, das weiß ich nicht. Aber wenn dir mal was passiert, müssen wir gerade so drunter leiden. Schau hier's, es tut kein gut. Heute habe ich dich schon lang von da fortgekehrt. Was das bedeutet? Ja, was das bedeutet, das kümmert die nichts. Freilich kümmert's mich. Wenn's die mal erwischen, ich käme unverschämt. Ich rede nicht so dumm daher. Wildbrett schießen ist noch nie erschämt gewesen. Aber verboten ist. Und wenn's die mal kriegen. Den Jäger möchte ich keiner, der was mit erklingelt. Ich hab da leicht ihm ja daheim, dass er nicht mehr hinfällt, von wo er hergekommen ist. Aber das ist ja alles allfältiges Geschwätz. Ich weiß gar nicht, was dich das würde mich auf einmal so interessiert. Setz das halt du eine Wahrheit dabei und dem, was die Leute sagen. Gell? Der Fürster Leonhard, der gern dir zu lieb. Wer sagt das? Das ist gar nicht wahr. Ja, das hab ich auch gesagt. Dein Traumwand, was war, mit dem Bierschel redet ich schon ein Würtel. Gab's gleich du los, meine Schwester, zum gespült werden. Und am wenigsten, wenn der Jägerbuhl ins Spiel ist, das brauchst du nicht träumen lassen, Launi. Red nicht so daher, da kommt der Dami. So, Launa, da geh her. Ah, der Hirs, ja, grüß dich Gott, Hirs. Grüß dich Gott. Na, wie geht's denn? Hast du gleich schon einen Durst? Danke der Nachfrage. Ich hab bloß schauen wollen, wie es da rum und zugeht und wie es hergerichtet habt. Miss ist ja gleich vorbei und da werden sie bald kommen. Lass der Wirt, stell dich heute noch duften, dass wir unser Brotstückchen aufbringen können. Ja, freilich, alles ist in Ordnung. Geh, Launi, ich hol mir schnell einen Taumann und einen Hobby. Ich sollte da einen Kranz aufmachen. Der Kommandant hat das nächste so spaßige Rett an, als wir wenn er was spannen möchte. So, wir richten die Stückchen und den Bohnen rein und decken es mit Stroh zu. Das Geld können wir uns ja morgen auch holen. Ja, das Geld hätte uns ja der Wirt heute auch schon geben können. Na warte, vielleicht haben wir irgendwas eingesteckt. Da, hast du einen 500er, aber um Gottes Willen, vorsichtig sein. Ja, glaubst du euch, du, mir ist meine Haut nicht gerade so viel wert, als würde ich deine. Wirkt das, die Jäger, das sind die Feinen, aber die Wiffen sind überall und wir gewinnen. Grüß mir den Wirt dabei. Mag ich. Nein, das ist ja der, den Malefitl und der Hirst, ein Notrader. So, da hast du den Hammer. Oh, Launi, schreck mich nicht so. Da? Komm, so, komm her, du Geschmackter. Jetzt müssen wir den Kranz da aufmachen. So, okay, hier hinten den Tee. So, noch ein bisschen hecher.
Jetzt! Mein Ruhe, lass mal! So ein Spukt! Aber Dirndl, wer wird denn gleich so halb sein? Und Spaß, wenn wir da noch machen dürfen. So schlag du den Nagel rein, da. Und ich halt nachher. Da war es der Wirt heute wieder. Ja, was war denn das? Aber Blaune, das hast du jetzt verkehrt gemacht. Ich zeig dir gleich, was du verkehrt gemacht hast. Ja, schaust du denn überhaupt nicht? Ich kann mir schon keine 5 Minuten allein lassen. Gleich gehst du den Kühl runter und holst dir einen Wein auf. Leidlich aus der Kirche kommen. Ja, das geht dir gar nichts an, Bruder. Ich schaff da allein. Was willst du Leute wieder? Hast du das wieder recht Trabi? Trabi? Also ob sonst einer mal eine Trabi hätte, kam, dass du eine halbe Bier trinken kannst, hole Minuten an und dann fällt. Aber geh, wo hast du Leute schon wieder umeinander, Doktor? Ja, mein Doktor ist besser als eigentlich ein Weinpanschen. Oh, Herr Bruder, bei uns, da wird nichts gepanscht. Ja, hast du mich wieder nicht verstanden. Ich meine nicht, dass vielleicht der Wirt ein Wasser im Wein nicht tut. Ich meine es umgekehrt, das gibt dafür besser aus. Du, Bruder, ich sag das. Wenn du das Spassel nicht aufhörst, ich lass mir das nächste Mal meine Herr und den Schmidhansl rausschneiden. Was? Er soll es probieren und sollte Medizin reinpfuschen. Nachher geht um eins. Nach den neuen Gesetzen darf man das bloß mit studieren, Doktor machen. Aber so sagt sie es halt. Wenn sie sich bloß um ein Ohrläschl oder ein Haxenhaudel hast, da reinst du den Schmidhansl, weil die auch irgendwas von Grauen und Fliegen versteht. Aber wenn ich einen am Schädel aufhält, dass ins Heu und Stroh aussteht, oder wenn sie einer wohl vier Leife gebrochen hat, nachher schreit sie mir den Bader. Nachher sagt sie sein, dass sie es nur studieren machen kann. Aber Bader, du wirst nur auf deinen Schmied nicht neidig sein. Bei deiner Kundschaft. Okay, los, mir aus mit der Kundschaft. Alle Tage Schlepp verlassen und Zeit auszureißen. Das gefällt dem Baum. Aber wenn sie von Zahlen was hin, dann nachher tut ihr alles weh. Gerade dass du mit den Zeit dein tägliches Brot rausziehst. Und was da rein musst, zwei Hähnchen beim Drischelbahn am Rad rum, da hat sich sein Hirtenbub den Federn Lauf gebrochen. So. Dann haben wir zusammenrichten müssen. Hm. Franke Dürer sagt da der Mediziner. Ja, um Gottes Willen, das verstehe ich aber nicht. Ja, das ist ja Lateinisch, das glaube ich. So. So habe ich in München, wo ich seine Dette war, mit den Doktoren geredet. Na, und was ist denn nachher mit dem Beinbruch? Hat er sich abgebrochen? Na, gut, weg. Aber das halten wir zusammen. Der gerade Spaß. Natürlich, ein sogenannter Luxus war schon schwieriger zu behandeln. Ja. Aber ich aus Trabi, kann ich denn keine halbe Bier haben? Ja, freilich, der Wirt hat ja gerade angestochen. Geh, Lani, eine halbe für den Vater. Ja, wo musst du denn leicht noch hin, weil du schon wieder so Trabi hast? Das ist eigentlich ein Amtsgeheimnis. Aber weißt du eh nicht, weißt, was das heißt, kann ich dir so ruhig anvertrauen. Na, red schon. Ja, ein Schneider Lenzl. Sein Weib in der Basen soll ich schröpfen. Und der Steißbäcker seppern muss, der hat einen Weid am Knie. Und dann weißt du noch nicht, was einem rauskommt. Einem Kierer Sonder gibt vielleicht was zum Flicken. Dann verschreiben wir den Kierer nicht, wir haben genug. Aber ich muss jetzt dazu schauen. Halt, da kommt schon der Halbe. Gesundheit, Bader. Und lass dir Zeit beim Trinken, sonst stützt dich wieder recht an. Der Dame ist schon gut. Gesundheit. Doch, jetzt geh ich auf liebes Trinken mal. Du bist mir da die Liebe für den ganzen Morgen. Schau, jetzt ist gerade ein halbes Jahr her, dass mir alle dritte Liebe gut vor lauter Krankheit gestorben ist. Und einmal muss der Dober sein. Na, was jetzt mit dir, wenn ich auch auf dich geworfen hätte? Geh auf mit den Dummheiten. Dummheiten? Nichts Gescheites habe ich den ganzen Tag noch nicht geredet. Das ist mein blutiger Ernst. So, jetzt kannst du es überlegen. Auf einen Schnupper bist du eine Baderin und was für eine. Geh schwarz nicht so daher. Ich, eine Baderin, fahre auf mein. Na, was hast du gleich in der Geschäftshaus sitzen? Das wird doch wohl eine Stellung sein. Ohne nicht lecken sie die Finger ab, bis zur Übung aufgehört. Was hast du gleich denn der Stellung zu aussitzen oder mir? Ja, grausen tut mir schon fast davor. Oh, das ist gut. Halt. Ich und so ein Mann. Halt. Geh lang, sei gescheit, sitz dir rein nieder. Halt. Kriegst du das ja den Lebtag nicht besser? Halt. Ich geh mir wenig die Bratze. Grüß Gott, Ballon. Na, Bader, du hast gleich die Warsung. Jetzt der so eine Fahrigkeit ist mir schon lange nicht runtergekommen. Ja, was denn für Fahrigkeit du aus dir, der Blutegel, du?
Und mit den Wasser, meine ich. Wie der Kohl's Weib nicht. Gifte nicht, Bodenwaschel, heute ist Kira. Und da muss die ganze Welt juchzen. Keine Laune. Juhu! Geh, bring mir eine halbe. Du nimm auch noch eine mit. Aber die zwei lasse ich nicht allein. Wenn du der Bodenwaschel wieder Pfeffer wachst. Aber ich bringe schon aus, sie haben einen Zöhm aus, sie haben muss. So, oder? Da drin, Launi, ist für mir. Zum Wohl. Schönen Tag. Bitte schön, da tun wir die auch, drin auch mal. Oha, das geht nicht. Du hast da keinen Schnabel nass gemacht. Das ist schon genug. Ich konnte sonst gleich dann rauskriegen. Dann kommt ich nicht mehr bei deiner. Ja, und nicht mehr tanzen, gell? Hey, tanzen wir noch mal miteinander, gerade das Fetzen fliegen. Mir ist halt gar nicht tanzerisch. Aha, die Boderin steckt dir da in den Kopf. War ja noch schöner. Tanzt wie dann, wenn's Häusl zusammenfällt. Kann sein. Obwohl ich dabei bin, das ist eine Frage bei der, was mit drin hat. Ob ich schwarz, dann soll ich gleich in den Köln runter gehen. Na, dass du mir fein nicht runterfällst. Warte, da muss ich aufpassen, dass da nichts passiert. Was? Der Boder? Dann will ich gleich in den Köln zu. Leonhard, auf den Hut. 1000, wenn's du willst. Schau. Du bist gar so viel Keck für die Leute. Müssen sie denn alle wissen? Ja, warum sollen sie es denn nicht wissen, dass du mein Schatzl bist? Schau, ich bin stolz auf so ein saures Maul. Und du brauchst ja gerade auch nicht schauen mit mir. Ja, aber schau, wir reden von dem. Aber denk mal, wann dein Vater erfährt, dass du mit einem solchen Maul angewandelt hast. Ja, mein Vater, ja. Ja, gleich braucht er es ja noch nicht wissen. Ja, und warum soll das denn nicht wissen dürfen? Das weißt du recht gut. Meine Mutter ist eine arme Häusle-Witwe und mein Bruder, der Hirs. Der Hirs? Man redet nicht viel Gutes von ihm. Aber das kann mich nicht anhalten, meine Laune angehört zu haben. Leonhard, tu mir den Gefallen und tanz halt nicht mit mir. Ich nicht tanzen? Ich soll dir einen Tanzbund verlängern. Das gibt's nicht. Und wenn 10 Vatern zuschauen. Ja, aber schau, der Hirs. Der soll sich mucken. Tanzt wird und geht, wie es macht. Und ich sag, tu es nicht. Warum? Das sag ich dir dann, wenn du bei meinem Fenster vorbeikommst. Statt der Boden kommt. Ich komm, verlass dich drauf. Bring mir noch eine halbe. Da brauche ich nichts drin. Die Glaserl im Dickemann. Das ist da die größte Unverschämtheit, die was die Welt noch nie gesehen hat. Ja, was ist da denn passiert? Ja, stell dir nur vor, wenn du Staum runterkommst, heute die Laune ist wie einige. Ein Patient war drinnen. Und da hockt der Steingel aufgebaut und verlangt, ich soll ihn rasieren. Was? So was von Bader zu verlangen? Ja, was hast denn du dann da? Ja, rasieren halt. Aber wir, Gegenstrich, da ist ein Zag runtergekommen und sind verlangt, der Schauer. Ja, verlangt sich das so schnell nicht mehr. Ja, drum bist du zu lang vorgewinnt. Aber ein Schlag hat sich schon, die Laune, gell? Ja, ja, die Laune, aber der kommt schon mal, wenn es Bader drin ist. Hör, Herr Popola, du wirst du nicht. Ist gut. Auch schon da beim Dasein. Das ist die Hirs. Ja, ja, dring einmal. Hab ich jetzt noch einen. Was macht die Mutter? Ja, mein Bruder. Ich meine, du hast den jetzt richtig verloren. Seitdem sie das Tragen genommen hat, ist ja der Wett am Null wie viel ihr geworden. Und sie kann frei nichts mehr da schlucken. Und ich weiß nicht, ob's nicht gescheiter war, wenn ich einen Doktor hole. Weil er meint, kriegt's gar nicht ein, wo die sich rammelt. Die Zipf verritt ist. So, einen Doktor willst du nehmen? Dann gib mir auch mein Bier wieder hierher. Dann nimmst du halt einen, lass dir jeden Tag einen 500 aufbrennen. Eine Geschichte nicht gut, wenn's nicht zahlen müsst, bis du schwitzt. Aber wir können sowas nicht hören. Was kann leicht der Doktor mehr tun? Der setzt der Stereoskop auf die Brust, beil den Schädel dazu, und sowas heißt eine Diagnose. Das kostet extra nur einen Hungerhaus. Aber mir ist es wurscht, wenn nicht zum Rollen ist, ist es auch nicht zum Helfen. Na, na, Bruder, nichts für ungut. Schaust halt wieder mal vorbei. Sei froh, dass dich der Heilige Geist erleichtert hat. Dein Schaden wird es nicht sein. Aber vom Fecken Nazi kannst du was hin. Ja, was denn? Ja, alles hat er probiert. Im Baufall ist er reingeschlupfen. In den Schädel hat er ins Wasserschaf reingesteckt, am Kopf hat er sich gestellt und hat nichts genutzt.
Ja. Und wie hast du ihm du dann geholfen? Ja, auf ja und nein. Hergegangen, das Mai aufgerissen, reingeschaut und geschnagelt hat. Rausgerissen habe ich ihm den Zaun. Ohne Lochgas und ohne Chlorophenium. Auf einen haben. Ohne sogenannte Aprikoses aus freier Hand. Bis dass er sich besonnen hat, habe ich ihm den Zaun schon am Tisch gelegt. Ja, also, wo man nicht gerade den einen, nur den zweiten dazu, der wo es nicht beigestickt ist. Ja, für den habe ich ja nichts verlangt. Der Stolz hat ja für den bis da wieder zahlen müssen, weil so ein gesunder ja viel zu sparen zu reißen ist. Aber wir kennen sowas nicht, wir haben was Zeug dazu. Weißt du noch ein paar so Geschichten, Bruder? Ja, da seht ihr es wieder, was der Bruder für eine Geschichte zu erzählen weiß. Guckt einmal einen Doktor her. Und wenn er schon gleich Kreisphysikus sein soll, ob der so geschickelt sein verzeihen weiß. Ja, das musst du dir dein Todfeind lassen. Gegen die Dummheiten, da kommt der keiner an. Sei Stadt, du Strascherl, du. Aus deinem Geranium kann man ja nicht einmal eine Dummheit rauspressen. Du bist wie der Lateiner so ein Homo Storibus verstanden. Ich hol's nicht mehr aus. Lani, da geh her. Was gibt's? Ein bisschen was? Jetzt tanzen wir miteinander, verstanden? Ja, aber ich hab das schon gesagt. Ich kann nicht, ich darf nicht und ich mag nicht. Aber ich mag. Jetzt willst du sehen, ob du mir den Tanz anschlägst. Musikanten, für mich einen lustigen. Ja, danke. Auf geht's gut. Jetzt mag ich nicht. Magst du oder magst du nicht? Was du nicht magst, dann tanzen wir miteinander. Ja, halt, das wird's mit dem Spaß, was nicht gut ausgeht. Angeschossen und nie am Tanzbund. Baller, schnell! Ich bin schon fertig, komm schon. Thank you.
weh. Was tut denn weh? Weh tut's ihm. Hab ich keine Zeit gekriegt. Nix ist, weh tut's ihm. Schalli, weh tut's. Wenn einer so oft eine Viertelstunde lang mit dem Messer in den Wald umeinanderbohrt. Jetzt seid ihr nicht gleich so grob. Besser gehabt, den kann ein Medizinalrat nicht behaupten. Ich bin ja eh nicht grob. Aber wenn einer so blöd daherredet, dann muss ich ja du eine Antwort geben. Jesus, Jesus, das ist was, dass ich sowas noch erleben muss. Ja, es wird doch nichts Gefährliches rausgekommen, Vater. Alter, hört sich auf mit der Winzlerei. Für mich ist es eh noch mal gut angegangen. Röschmillions, Lumpenelendige. Aufregen die auf sein Nähtel. Sonst wird das Blut voll handig. Und dann schwärmen die Schrotwanken auf. So. Jetzt hast du nämlich Geduld sein. Schau her. Drei so kleine Kegel habe ich ausgeschnitten. Da ist ja nichts dahinter. In Krieg da haben wir oft einmal dreimal so viel Kanonenkugeln, dass wir einen Haxen ausgeschnitten. Oh, du elendiger Sprichmacher, du. Wenn du an der ersten Luft erstickt wirst, oft hättest du es nicht einmal bis zum Lehrbuben gebracht. Oh, du lieber Herrgott, das war ja noch schöner, wenn einer Jäger zwingt, eine Aufschneiderei aufzwickt. Das Herrn hat natürlich das Privileg dazu. Wenn wir einmal einen Spaß machen, nachher Geschichte ist mit Vernunft. Aber nicht, dass man es gleich greifen kann. Ah, das Leute ist nicht zum Greifen, was denn alle verzählt habt zum Wirtshaus. Vor dem Hirschen, der mit seiner alten Kuh unter Nussbaum gesessen ist und ihr Nuss aufgepackt hat. Nein, das ist nicht zum Greifen, aber Lateinisches. Ja, das versteht er so im Schmieren nicht. Und glaubst du es nachher auch nicht? Bei der Fischutter, die was in Fische jagelt, wo mit die Angel rausgezogen und die gefangenen Fische runtergefressen hat. Ist das der Lohn, sag ich, hä? Ja oder nein? Ja, wenn du sagst, nachher nehme ich dich gerade, wie du bist, und hau dich aus, ja! Au, au! Herrgott, 30 Millionen Lumpen. Da heißt es dir gesagt, noch nicht aufregen, Herr. Furchtbare Schmerzen sind das. Ich weiß einfach, wie du die Geschichte auch wieder nicht gewinnt hast. Ein Rucker, ein Hecher, und die Geschichte war in die Materie gegangen und es war zu mir auch gewinnt. Aber jetzt verzählt es mal, wie ist denn das gekommen, dass du gar so eingegangen seid? Ja, wie das gekommen ist. Das ist geschwind verzählt. Dass nicht sauber ist in unserem Revier, das habe ich schon lange gespürt. Aber schlaue Teufel sind's. Das muss man schon sagen. Kaum, dass du gemeint hast, du bist ja auf der Fährten, da waren sie verschwunden, ist wie von Erdboden verschrüppt. Heute in der Früh, am Kirchhaus runter, da habe ich mir gedacht, was tust du jetzt? Machst du mit oder nicht? Und da fällt mir auf einmal was ein. Ich habe also meinen Stutzen genommen, haben wir einen Rucksack angehängt und bin ins Revier fort. Die Lampen haben wir gedacht, die werden ganz gewiss machen, beim Kira, da können die auch gleich gar nicht, kann das da eins wie mitsaufen. Ja, Schnecken, gar so vernagelt ist uns einer auch nicht. Ich steige also schön stark an und komme auf bis zum Burtenschlag. Dort haben wir niedergesetzt und haben einen Pfeifer angeraubt. Wir so sind hier und die Welt betrachtet. Da fällt auf einmal ganz auf der Leere der Schuss. Ah, dein Schrecker in der Angeschenkel. Der Schrecker, das tut da alle zwei. Mein hat's gleich auf die Hege gerissen vor lauter Wut. Ich fang's rein an, in den Schuss noch, durch dick und dünn. Und mir ging ein Brandenstor zu. Und richtig, wie ich ans Jungen zusammenkomme, jetzt sehe ich da schon einen Rainer. Der Stuck hätte seiner nachgezahlt. Lauf, Elendiger, mein Schirm! Halt, und ich schuss, und fahr gleich auf, au, au, au. Herr Schaffner, wenn uns nur gleich 3 Millionen Teufel drei forderten. Aber Vogt, um Gottes Willen, das ist schön. Schön? Wer hat denn leicht geschollen? Ich weiß nicht. Aber jetzt hat es mir gerade wieder einen Riss gegeben, dass ich gemeint habe, hier alle Engel in Singen. Und wenn man sowas gespürt, da kann man gar nicht anders als. Na was denn? Alles. Ja, wegen schön. Na ja, er wird doch nicht kötzen wie ein Fuchs in Eisen. Geh, Uri, geh ab in die Höhe und bring ein paar ein Glas auf. Ich bin schon ganz ausgedrückt. Aber Herr Fürster, ich bitte schon, deswegen meine keine Angst,
Für mich tut's leicht was. Ich brauch keine Glasel nicht, ich trinke aus dem Wasserkrug. Nein, nein, jetzt habt ihr so plagen müssen. Nachher müsst ihr auch wieder ein bisschen stärken. Und mein Alm, den wird's ja gewiss nicht schon. Ein Glasel, oder? Ja, solange ich da bin, sicher nicht. Entweder der Lateiner so. Präsente dein Medikus mich entnutze. Dein kleine Liebeskram schaden den Arzt nicht. Aber führst du jetzt weiter den Text? Wo ist es, wird es dein Wüppern schützen, no? Die Frau, ich bin ja noch. Und ich habe auch schon zückelt. Dabei macht es hinter meiner einen Krachen. Und ich habe etwas gespürt. Wie wenn es mir mit einem glitterten Eisenstange ins Wau einbohrt hätte. Ich will aber trotzdem noch. Aber Taxen versagt man und ich bin zusammengenickt wie alle zwei und die Lampen sind zum Teufel gegangen. Ja, was haben wir jetzt machen wollen? Jetzt bin ich halt schon stark runtergekatscht und ein paar Holznächte haben mich dann heimgebracht. Ja, habt ihr keinen für dich hier? Bauer, frag nicht zu. Wenn ich es ganz gewiss wisse, sage ich das dir sicher nicht. Weil bis in einer Stunde, da pfeifen sie die ganzen Spatzen vor den Dachl runter und wir können durchschauen. Übrigens, kann man sich sehr beleidigt denken, wenn sowas zum Zutrauen ist. Wenn einer nichts arbeitet und da lebt und im Wirtshaus aufhaut, wie wenn er einen Tag irren tut, nachher ist es leicht zum Raum. Der Maurer hier ist, der geht uns du noch mal ein. Oha, aufpasst! Mein Hirs ist schon mal nichts. Der schon lang von meinem Tanzbogen bin, hat getanzt, gesungen und gewerkt und zum Schluss hat er uns einen Raffau gegeben. Und was mit Wein? Nein. Mit Leonhard, da wisst ihr es noch gar nichts davon. Was? Mein Leonhard, mit meinem Buben, das ist der Kleider. Ein heiliges Kreuzheim, ich hagel da noch wieder in den Erdboden einschlagen. Aber na, muss denn schon wieder so schön? Ich schütt nicht, ich sag dir, was ich mir denk. Mit einem so einem Lumpen rauf. Ja, hat er nicht gleich angespitzt in den Erdboden einschlagen. Ja, der Hirste war ja gleich mit dem Messer gekommen. Aber das haben sie nicht gegeben. Da haben sie auseinander da so exoffiziell. Heilige Mutter Anna, mit dem Messer, es wird ja da in Gottes Namen nichts passiert sein. Aber gewesen, die Frau Fürsterin, wir haben es auseinander da und dann ist ja die Warm gekommen, die was uns die Botschaft gebracht hat. Und da ist der Leonhard dann mit, also ist ihm nichts passiert. Zum Wehefester, treibt es einmal. Da möchte ich ja da die Kuh fressen. Ein kaiserlicher Jagdküfer rauft mit einem so einen Lumpen und noch dazu am Tanzbum. Ja, jetzt verzeih aber, wie ist denn das hergegangen? Ja, wie wird es denn schon hergegangen sein? Der Leonhard hat, wie ich gemerkt habe, auch auf die Laune. Was hat er? Ein Auge hat er? Auf wen? Auf die Laune, auf dem Hirse Schwester. Auf dem Hirse Schwester? Ja, warum? Wir können mich ja nicht Teufel drei vorraten. Aber Mann, um Gottes Willen, das ist schön. Ja, soll ich da vielleicht stark sein dazu? Bei sowas, da können wir ganz regelmäßig los dabei was am Flug bringen. Aber wart, Bierschau, wenn du heute heimkommst. Gevater, reg dich doch nicht so auf. Na, aufregen dürft ihr nicht, Herr Fürster. Weil sonst wird das Blitz am Schluss am Ende auch noch Sau und steht um wie ein Fisch. Spart sich das auf an, dass mir aufhört. Der Leonhard ist ja just ein rechter braver Bub. Braver Bub, hin oder her, sowas geht mir an. Ist leider nicht, und wenn da so kostet geht. Aber Vater! Hey, nur lass mich auf! Au. Ja, Herr Fürster, wir wollen leicht nicht mit dem Leibfisch kampfen. Also. Wenn es so weiter jetzt kann ich für den Wedern nicht gut stehen. Jetzt habe ich nämlich mal satt. Seid ihr hinter satt, sagt der Lateiner, dann halt das mal. So ist nämlich vernünftig sein. Da gibt's keine Vernunft mehr. Als Vater brauche ich keine. Das heißt, ich tue, was ich so ein Feuer nie der Vater tut. Ja, warten, starr sein, geduldig sein, bis dass man gesund sein hat. Ein Mensch muss gar viel haben, schlägt in sein Leben. Wenn du denken, dann weißt du, was du schon 100 Jahre alt. Aber zu wenig ist es noch nicht gefallen. So, ich muss jetzt einen Trischel bauen am Rohr. Dein Hirtenbuch hat sich in den Federn Lauf gebrochen. Das ist ein Fall, wo man sich Freude dran haben kann. Halt. So, gut, wie gesagt hast. Schön, brav sein, niederlegen. Tee trinken und schlafen und den vielen Teufeln in der Höhe in Ruhe lassen. Denen wird es nämlich auch mal wieder, wenn ich den Herrn Fürster ein paar Tage Urlaub gekriegt habe. So, weiter habe ich nichts mehr zu tun. Der Fuß ist verboten und da Wein ist ausgetrunken. Geschämst du dir, Frau Fürsterin? Recht einen schönen Dank für einen guten Wein. Grazie, als Plättbusset.
Ja, und alle mal gut essen und Tränke herrichten. Ich komm schon, wenn's mir braucht. Nichts zum Daumen. Bedanken muss mich ja nachher an die zwingt der Schuldigkeit. Ah, pressier nicht. Ich hoffe, da wird noch mehr zusammenkommen. Das hat mir gerade noch gefällt. Ich hab ja einen Dämon schon genug. Ist der jetzt besser, Alter? Besser? Mein Mann schon, ich war der vierige Spitalbruder. Aber die Freude mache ich deinen Lumpen nicht, dass ich mich jetzt niederlege. Dass die Leute sagen können, den Niederacher, den haben sie mir gescheit einpfiffert. Wie einen alten Hosen. Nein, da lässt man es gar nichts anmerken. Ja, mei, was der Bauer sagt, das wissen sie bis auf die Nacht schon in der ganzen Gemeinde. Ah ja, der ist uns noch angegangen. Die kann Freude ratschen. Da weißt du, bin ich wieder froh, auch, dass er so ist. Weil durch das habe ich die schöne Geschichte von Leonhard reingeholt. Ah, so arg wird es nachher gar nicht sein, wie es der Bauer wieder gemacht hat. Hart, das ist arg genug, kreuz Teufel! Nein. Ja, was hat er denn nachher und alles gesagt? Ja, arg genug ist, wenn ein kaiserlicher Jagdhilf mit einem Mensch rennt, denn seine Mutter, was das reinste Bärlweib ist. Von dem, was mir sonst noch nachsagt, möchte ich ja gar nicht reden. Mit einem Mensch rennt, denn sein Bruder, was ein Wilderer ist, denn was ich demnächst da nicht aufbrennen wird, dass er mal ein Zellregiment der Hölle schiebt. Geh, hab dich du nicht. Schau, mir selber ist gerade so weingerecht. Aber der Leonhard ist ein junger Bub. Ein Lump ist er! Halt, mein lieber Mann. Das leid ich nicht. Ein Lump ist er keiner. Da steh ich dafür gerade. So. Na gut ist. Da kannst du morgen gleich die ganze Gramm zum Mittagessen einladen. Mau, ich glaub, du weißt nicht mehr recht, was du isst. Ich habe da nicht deren Gramswut gekriegt. Von mir aus ist es ein Gramm, wenn es eine sein muss. Schau, ich hab da von unserem Leonhard geredet. Die Lahn ist ein sauberes Tier und da hat er sich gewiss in ihr Gesicht verschaut. Das ist eh blöd nur. Ja so, ich möchte nicht wissen, ob nicht sein Vater wie ein junger Jäger gewesen ist, auch so down gewesen ist. Was? Ich? Ja, mir soll einer was nachsagen. Das hat es bei mir nicht gegeben. Soweit hat sich der Niederacher in seiner lustigsten Zeit nicht vergessen. Ja, bist gleich du ein besonderer Heiliger gewesen. Ich will mich gar nicht besser machen, wie was ich gewesen bin. Aber das hat es bei mir halt nicht gegeben. Geschichten anbauen mit einem müdfremden Mensch, das was du nachher da reinlassen musst. Und darum leidet sie auch von unserem Buben nicht. Ich will ihm den Kopf schon waschen. Ich bitte, sei nicht zu hart zu ihm. Und denk auf das, dass du dich auf keinen Fall nicht aufregen darfst. Grüß Gott, bist ja da. Beim Kommandanten habe ich mich besucht. Er wird den Wüppel schon angehen, hat er gesagt. Und der Mord, diesmal kommt er mit der Lampe nicht aus. Dass wir die Lampen erwischen, das ist unsere erste Aufgabe. Und das muss auch gleich besucht werden. Die Bücher, die werden das geschossene Stickel gewiss heute noch holen. Weil sie meinen, heute sind sie am sichersten. Nimmst mein Wein damit und gehst auf den Burtenschlag. Und die Sauna, das wirst du dann schon selber zu tun wissen. Was? Der Leonhard jetzt auch noch? Ja, ist denn nicht genug, dass sie den Vater gebracht haben? Willst du jetzt den einzigen Buben? Nur die Dirken! In Dienst gibt's keinen Buben! Das ist sein Dienst und da gibt's nichts anderes! Sag deine Mutter, mit dir wie ich auf ihr, das hat man nicht schlau. Brauchst keine Angst an mich haben. Keine Angst? Wenn der einzige Bub gegen zwei so Raubmühe rausziehen soll. Da hast du es jetzt wieder. Wie sie Leiberlei die dienstliche Sachen einmischen, ist schon gefeilt. Alter, sei vernünftig. Geh aus und bring mir ein Glas Wasser rein. Aber vom Brand raus tun. Du, Leonhard, da sitzt die wenig. Hör das an mir. Du, jetzt sag mir mal. Was ist denn das heute für eine Geschichte, bin? Da mein Maurer hier so am Tanz gewohnt, hä? Die Geschichte? Ja, die Geschichte war ganz einfach. Ich habe tanzen wollen und der Lamp hat mir es wehren wollen. Auf das Abwehr habe ich ihm einen Stesser gegeben. Dann hätte er gerade zum Raffen angefangen. Aber ich habe gesagt, dass ich mit ihm nicht raff, weil er mir zu schlecht ist. Ach so. Na, so weit war die Geschichte eh ganz in Ordnung. Und jetzt sagst du mir noch, was ist denn das für ein Dirndl gewesen, mit dem, was du tanzen wollen hast? Der Dirndl, ja, das war die Dings da. Wie heißt denn gleich? Ja,
fällt mir nicht ein. Was das gibt, dass dein Gedächtnis schon so noch los. Kannst du dich nicht einmal auf die Laune sehen? Ja, die Laune, ja. Ja, wenn du es eh weißt, für was. Kein Zettler! Für was? Weiß nicht, versteh' auch, dass der kaiserliche Jockel für den Sohn der hergerechten Mensch. Vater, die Laune ist brav und niemand kann ihr was nachsagen. Das war ein Unschöner. Es gang nicht das schon, dass die Mutter ein Bellweib ist und der Bruder ein Wüderer. Das war ein schöner Schwager. Da kann aber das arme Maul nichts dafür. Aber du kannst was dafür, wenn du den Tisch anreinst. Ich sag das, schlag dir die Geschichte aus dem Kopf. Bei Ernte bitte die alte Weibmann Verzeihung, dass es ein Bellweib gewesen haben. Die fahren mal die Junge einen Schritt, die haben den Luke einer gemacht. Bei denen ist eh kein Red nicht. Einer bei uns hat sich nicht lange gewiss nicht. Da steh ich dafür grad. Und was meine Bekanntschaft zu ihr anlangt, so hab ich mir nichts vorzuwerfen. Ich hab ihr das Heiraten noch nicht versprochen. Ja, das ist allerhand. Also gibt sie der große Vierer mit den armen Dirndl nicht zum Spaß an. Da hört sie aber, der Herr Vater. Ich weiß ganz gut, wie es mit der Ehrlichkeit zu halten hat. Und wenn sie auf was drauf ankommt, können die Leute sagen, was sie wollen. Das ist mir alles wurscht. Aber mir ist nicht wurscht! Kreuz dein Kleine! Aber Vater, um Gottes Willen, schon wieder die Aufregung. Ja, wenn man sie mit den eigenen Leuten so giften muss, da weiß ich auch noch, wenn man draufgegangen ist. Ich sag das. Über die Geschichte reden wir noch einmal. Jetzt schau, dass du vorkommst. Also wirklich? Soll ich heute noch aussehen? Ja, wo sie da schon Fenster wird? Nein, das überlebe ich nicht. Ich stirb vor Angst. Aber Mutter, wer wird denn da so verzockt sein? Bin ich denn das erste Mal dabei? Schau, die Geschichte macht mir gerade einen Spaß. Weibau, bring mir noch mehr Glas und Wasser. Bleib da oben. Und da? Leonhard, ich sag das. Arztleicht darfst du die Geschichte mit den Wüderern nicht nehmen. Es ist zwar weiters nichts dahinter, aber kalt musst du dabei, sonst bist du verkauft. Schau das Gewehr anständig nach. An einem Schuss hängt du das ganze Leben von einem Jäger an. Wenn du da zusammenkommst mit den Lumpen, sei schneidig. Bei dir haben wir schlecht gewissen und du bist in Recht. Pass auch auf, dass du eine gescheite Dickung hast. Halt deinen Rücken frei und lass dich nicht umgehen. Und gib nur Feuer, wenn du Text in Not hast. Oder wenn du dein Zeug ganz sicher siehst. So, und jetzt vierte gut und komm gut warm. Vierte gut. Leonhard, vierte. Und schützt dich der liebe Gott. Nur keine Angst, Mutter. Bis morgen früh bin ich schon wieder da. Halt dich jetzt Zeit, du vernünftig. Schau, du verdirbst dir deinem Buben noch sein ganzes Schneid. So viele Kleine habe ich mir lebt, schon hunderte machen müssen. Und der Niederjäger muss machen. Die schaut viel gefährlicher aus, wie was sie ist. Ja, unsere liebe Frau soll es geben, dass sie so ist. Aber schau, jetzt habe ich wegen deiner die Sohn gehabt. Jetzt soll ich wegen den Leonhard auch noch. Es ist ja du und der Einzige. Das weiß ich schon seit etwa 20 Jahren. Und ich kann es auch nicht anders machen. Aber aus der Haut fallen noch, wenn die Wenzel rein nicht aufhört, kreuz kruzitiert nur einmal. Thank you.
Da, drin, Kamerad, dass der Warm wird einwendig. Der Schnaps regelt das Blut und wir haben noch ein halbes Stück Arbeit vor uns, bis wir den Bogfeld allein runterschleifen. Und Zeit ist auch, bis in einer Stunde kommt der Mann rauf. Mir ist gerade, als wir uns gescheiter war, wir dürfen die Arbeit in der Früh verrichten. Warum denn nicht gleich? Jetzt ist die beste Zeit dazu. Der alte Förster, der hat sich Sachen auf eine Zeit lang. Und es freut mich nur, dass ich nicht um einen Schurkhecher geholt habe. Dann war ein Legend weniger auf der Welt. Ja, ja. Ein jeder Schuss Pulver reibt mich an deinem Kerl. War ich denn der Wüste in der Wirge und du mit die zwei Händen? Ja. Aber. Leonhard. Der Wirgen wirst du denn Kerl? Was glaubst denn sonst? Und jetzt trinken wir noch einmal. Und dann ist es gescheiter, wenn wir sie zusammenrichten. Und dass wir auf die Straße machen. Ja, du. Richten wir sie zusammen. Bis morgen in aller Früh ist der Bug schon längst in der Stadt. Hiers, gehst du heute schon wieder aussehen? Da geht's dir vielleicht was an? Hiers, ich bitte dich, bleib daheim. Schau, die Geschichte kann nicht gut ausgehen. Was hast du nachher davon? Wenn du dich und andere unglücklich machst und ins Elend bringst. Mei, Ruhe los, mir. Aber Launa, dass die gerade du so ängstigen tust. Ein anderes Tierl war stolz drauf, wenn sein Kuh schneide rausgeht. Und es ist ja da dein Bruder. Freilich, da kann man stolz drauf sein, wenn sein Bruder zur Gruppe geschossen wird oder gar ins Zuchthäusl kommt. Und die ist ja freilich nicht beschadet. Aber du! Solange misch dich nicht rein die Trotschereien. Ich meine, ich kenne den Grund von deiner Aufregung schon. Und wenn ich da gut rollen darf, nachher träumst du nicht mehr davon. Ich treibe ihm schon aus, wenn ich mit ihm zusammenkomme. Und was ich mache, das weißt du eh. Das wissen andere Leute auch. Ja, ja, die Weibergeschichte. Aber hoffen wir, dass wir weiterkommen. In 10 Minuten sind wir Leute an dem Platz, wo ich die Stücke untertags reingelegt habe. Wird die gut, Launa. Und lass dir die Zeit nicht zu lang werden. Hier, sie sag's nur einmal. Bleib daheim, grad heut. Marsch weiter, Kamerad. Oder wir. Oder lieber Gott im Himmel, was hab ich verschuldet, dass ich so viel leiden muss? Ein Unglück gibt's einmal. Das ist gewiss. Entweder der Bruder oder er. Wenn's nur um Gottes Willen heut nicht mehr zusammenkommen. Aber das wird ja wohl nicht der Fall sein. Er wird ja bei seinem armen Vater bleiben müssen. Sonst war er ja nicht gekommen und hätte mir das Zeichen gegeben. Wie es noch gekommen ist, dass ich jetzt gar nicht mehr fahren lassen kann. Es ist die lebendigste Unvernunft von mir. Es ist ja mein Sünd und Leichtsinn von mir. Denn ich sehe auf dem Weg von mir nirgends einen Ausweg. Aber ich kann nicht anders, und wenn es ziemlich gefällt ist. Was habe ich verschuldet, dass ich die Letzte sein muss im Dorf und gar kein Recht haben sollte, nach dem Aufschauen, was mir auch der Leonhard. Leonhard, bist das du? Wo Schatzl? Ich hab dir ja versprochen, dass ich noch zugehöre. An das habe ich nicht mehr glauben, wie nach dem heutigen Tag. Wie geht's denn dein Vater? Dank der Nachfrage, das tut's. In etliche Tage wird er schon wieder beieinander sein. Das freut mich. Schau, Leonhard. Wie man einfach wie das gehört hat, das kann ich gar nicht sagen. Und nachher der Streit mit dem Hirs. Siehst du, sterben hätte ich keinen für lautes Verdruss. Bist du mir deswegen nicht besser? Ich dir besser, aber Launa, das gibt's ja gar nicht. Schau, du kannst ja nichts dafür, dass der Hirs so gegen mich gewesen ist. Das sehe ich. Na ja, das machen sie mir zwar schon miteinander an. Leonhard, ich bitte, red nicht so daher. Schau, lass mich die Sache mit dem Hirs schlitten. Denk dran, dass er mein Bruder ist, wenn du mich wirklich gern hast. Freilich, unter deinem Verhältnis gehört viel dazu. Gar nichts gehört dazu, als wie so ein Prachtmaul, wie du es bist. Geh, leih mir dein Guschel, dass ich gute Nacht sagen kann. Gehst du wieder heim? Heim? Das gibt's halt nicht für mich. Nach dem, was mit dem Vater passiert ist, gibt's für mich die nächste Zeit jetzt keine Ruhe.
bis dass ich die Lampen erwischt habe. Ja, und du glaubst du, das kannst du heute noch verrichten? Geh, bleib hier unten. Schau, ich habe auf dem heutigen Tag so Angst um dich, wenn dir was zustoßen darf. Ich stirb vor Elend. Ich bitte, tu es mir jetzt lieb, gerade dass ich heute früh schlafen kann. Ja, aber Dirndl, wie kämpfst mir denn du heute vier? Wenn ich deinen Bruder nicht am Tanzpunkt singe, dann müsste dir ja gerade glauben, du hast Angst um dein. Aber fürchte nicht, ich habe noch keinen gescheit. Und da drum fürchte ich erst recht keinen. Ja, aber schau, Leonhard, es konnte ja da einmal schief gehen. Ich habe heute so eine Angst. Ich weiß nicht warum. Ich bitte, wenn du mich noch pressen gern hast, gehst du nicht auf dich. Bleib ein wenig auch da, plauschen wir miteinander. Schau, du kannst ja morgen aufgehen. Mein Gott, schau, das verstehst du nicht. Wenn es auf mich drauf ankommt, ich bleibe ja da bei dir. Ich weiß gar nicht, wie lang. Aber das ist mein Geschäft und meine Ehe hängt dran. Ja, und glaubst du vielleicht, mein Vater gibt mir nichts? Niederschossen, als wie ein Hund kommt er dir, den Teufel, der den alten Mann so hinterlässt, der ums Leben hat bringen wollen. Schau, es sollte dir an der Gefreie, dass du so einen schneidigen Buben hast. Oder soll ich mich als Jäger für die Wüderer verspotten lassen? Ernter schlage ich mein Bix noch um den nächsten Baum. Aber das eine verspreche ich dir, dass ich noch zurückkehre, ehe dass der Tag kommt. Und fürchten, wie gesagt, brauchst für mich nichts. Denn wo ich hinhalte, da steht nicht leicht was auf. Und zwei oder drei sind mir nicht zu viel. Also wirklich, und mein Bitten gibt nichts? Schau, sei nicht neidisch, ich kann ja nicht anders. Geh, gib mir ein Puzzle und schlaf gut, bis ich wieder komme. Behüt dich, der liebe Gott. Ja, geht denn? Wenn wir um Gottes Willen die zwei nicht unterwegs sind, eine Angst habe ich, rennt ein Stern. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns. Ich gelobe dann bitte ganz im Glockensturm, wenn nur die Geschichte gut ausgeht. Die Geschichte kann nicht gut ausgehen. Ich habe jetzt alles gehört und alles gesehen. Und sag noch einmal, die Geschichte kann nicht gut ausgehen. Bei dir nicht, bei ihm nicht, bei uns alle nicht. Du weißt gerade so gut wie ich, was mit dem hier steht. Und er ist wild, der heute mit dem Rumpentanne aufgegangen ist. Und eine blutige Hand reißt dich von den Jäger weg. Was soll die Liebschaft bedeuten? Ich bin ein Reinsbeelweib, du ein Blut ans Maul, die kriegst den Mut, und er ein Kaiserliche. Wie ich sein Vater kenn, der jagert dich zum Haus aus, wenn's mit Lehren hat überhaupt ernst ist. Wenn's was nutzen tat, sag ich dir, du sollst den aufgeben. Aber ich weiß, wie es ist, und wenn die Liebe blind und damisch gemacht hat, ich hab selber erlebt, und hab so auch nachher erlebt, dass ich von einer Großbärin weg auch ein Spellweib geworden bin. Siehst, der Vater war ein braver Mann. Nur ein bisschen leicht. Gehabt hat er schon gar nichts. Aber ich hab von meiner Gohn den Hof geerbt und wir haben geheiratet. Mein Mann hat den Großbauern nicht recht vertragen können und hat aufgeschrieben, es waren es gar nicht mehr gar gut. Ja, nachher sind ein paar schlechte Jahre gekommen und wir haben Schulden machen müssen. Die sind alle größer geworden. Glücklicherweise haben sie die Mutter noch rausgetragen, bevor die größte Schande über uns gekommen ist. Es ist uns alles genommen worden. Mit ein paar hundert Gulden sind wir die Welt rausgestoßen worden. Meine Freundschaft hat auch nichts mehr von uns hören wollen. Ja, vielleicht war es noch gegangen, wenn wir zusammengearbeitet hätten. Aber der Vater war zur Arbeit verdorben und hat Schnapsdrink angefangen. Und an allen ist ein Jäger schuld. Und warum das sei, erzähl ich dir vielleicht ein anderes Mal. Ich weiß, wann ich sage, du sollst dem aufgeben, dass ich mal sonst rede. Aber Mau, pass auf, was nur über dich kommt. Du wirst an deine Mutter zurückdenken. Schau, Mutter, ich kann nichts dafür. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Jesus, Mutter, hast du es gehört? Geschossen ist worden. Oder, lieber Gott, das Unglück. Geschossen haben sie.
Der Bruder, der Hirs ist draußen, wenn ihm was geschehen war. Der Platz, wo sie hingegangen sind, ist ganz in der Nähe. Der Mann muss bald kommen. Ich geh jetzt fort und schau, was geschehen ist. Ich geh mit, Mutter. Ich geh mit. Ich halt's nicht mehr aus. Ich stirb vor Angst. Du bleibst da. Ich war schon so oft in der Nacht draußen. Mir tut kein Mensch was. Ich lade's nicht mehr. Mein Hirs, es ist schrecklich. Lani, bett dabei, dass es kein Glück gibt. Oh, du lieber Gott im Himmel, erfahren wie du über uns. Schick mir allein, alles was sein muss, aber schütz mir die zwei. Den Bruder und den, den ich im Herzen hab. Ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr jammern und warnen. Am liebsten möchte ich gleich sterben, dass es mit einem gut war. Jetzt ist schon
Was ist, wenn es drei, vier auf neun ist? Fangst du schon wieder an mit deiner Wenzlerei? Ja, soll ich da vielleicht still sein, wenn der einzige Bub... Dann hat sich die Dirken jetzt lieber den Pfalt 50. Ja, so? Ich glaub, du bist das eh schon lang. Aber du machst halt deine Sorge im schönen Luft. So was Dummes habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Ich ersuche wegen den Leonhard. Der Bub stellt sich mal, das weiß ich. Na und, was ist dabei, dass er noch nicht da ist? Ich hab nächstes Mal schon zwei Tage aus bin, weil es sein hab müssen. Das bringt der Dienst mit sich, das verstehst du nicht. Das will ich auch gar nicht verstehen. Aber das eine ist sicher, dass ich Angst hab, die nicht mehr zu beschreiben ist. Und ich weiß auch warum. Heute in der Früh ist in Leonhard seine Fotografie mitsamt dem Nagel vor der Wand oben gefallen. Und das bedeutet gewiss was. Geh, pflanzt mir nicht aus, lasst ihr es mit den alten Weibergeschichten. Das ist ja der drein sein Lachen. Ja, lachen. Aber gell, das eine weißt noch, dass wie gegangen ist, du Stehblüm ist. Und beim Schlickenwasteln ist sogar ein Traum von der Zimmerdecke runtergefallen, wie sein Bub am Militär verunglückt ist. Und das bedeutet gewiss was. Und ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe jetzt raus und ich suche den Leonhard. Siehst du, wenn es mir wert war, dann wäre ich hier zu wild, wenn, dass ich den ganzen Tisch in Erdboden einschlagen könnte. Aber schau, das wirst du doch selber sehen, dass das ganze Wenzel nichts nutzt. Ist wie es ist. Siehst du, jetzt sagst du es selber auch schon. Jetzt wirst du aber der bald dumm. Der geht fix Laura nur einmal. Hier rein. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's? Was machen denn die Leifin? Haben wir fleißig geschwitzt? Nichts Fieber. Na ja, es geht schon wieder. Und das tut mir aber leid. Was? Ach, das freut mich, wie ich sagen würde. Wenn wisst, wenn es auch nur einmal so weit, was so denn? Wenn es auch ziemlich so weit gehen wird, der Zahnarm hätte ihn wieder auf die Leife geholfen. Da habe ich mal einen Fall gehabt, einen Arm in den Rücken. Den hat es unter das Kenntbrauen gerissen. Dreimal hoch noch einmal dumm gebraucht. Und wie sie ihn rausgezogen haben, hat er ausgeschaut wie ein Kabernau halt. Zahnpflicht haben wir dann heim, ist er gesehen, du bist zuerst. Jetzt die Lupe, die kann man wieder greifen. Aber ja, fürs der Pippen aus, kann sie ihn beleidigen, gell? Da haben wir ihm vorgehört, wie ich noch bei der Sanitäter war. Da haben so ein Sechse das sogenannte Cholera-Temperament geholt. Da haben wir gemeint, es geht schon recht gut. Auf einmal tritt die sogenannte Retraktion ein und aus, was man nicht hat. Da haben wir dann noch einen Fall gehabt mit einem, der hat dann weder mit dem Knie gehabt. Da haben wir ihm 3 Liter Flankbandwein zu einem angegeben. Aber stell dir mal vor, der Sau, der mich hier halt rennt, kriegt das Delirium gleich mit ins Aus, was wir nehmen. Wenn er nur einmal mit seinen Dummheiten aufhören möchte. Na, was ist leid, der Frau Mami, was lieber gereint? Nichts, Einbüttungen sind. Weil heute der frühe Fotografie-Tafel runtergefallen ist, jetzt bütt sie sich ein, es ist in Leonhard was passiert. Fotografie? Ja, sowas gibt's. Mein lieber Fürster, sowas gibt's. Irgendwas ist das Ursache, dass das Tafel ohne Ursache runtergefallen ist. Sowas weißt man auch noch nicht. Und die größten Gelehrten haben schon zugestanden, dass es sowas gibt. In die Spiritusversammlungen haben sie es ausgebracht, dass die abgeschiedenen Zeugen. Nun zitierten, jetzt wird mir aber zu viel! Ich will nichts mehr helfen, den Plätzchen auf den Spiritus. Siehst, jetzt sagst du ein paar auch schon. Wie ist es was passiert? Aber Frau Fürsterin, ich muss schon bitten. Wann was passiert war, für was bin ich nicht da? Ich stehe für alles ein. Denn ich bin ganz mit der Theorie von meinem hochverehrten Kollegen, dem Professor Nussbaum, einverstanden. Für was habe ich gesagt, solange sich der Mensch noch riert, ist er auch noch nicht tot. Grüß Gott, Mutter. Grüß Gott, Vater. Da war ich wieder gesund und heil. Mein Leonhard, man darf sich nur die wieder haben. Jo. Was war denn das? Du bist ja voller Blut. Oh, Blut? Das ist mein Fall. Wo ist der Blut? Grüß dich gut, Leonhard. Mir scheint, es hat ein bisschen was gegeben. Ein bisschen was? Ich mache ein bisschen viel. Aber ich wenigstens gleich erzählen. Aber du blitzt ja noch. Geh, Bader, schaut gleich nach, was da passiert ist. Ein Großkrieg, das gerade ist, da seid. Das hör ich das erste Mal. Mein Leonhard, ruck nicht ein wenig an. Wenn wir hier haben. Ein
macht sie Ohrwäscher. Aurus masculinus flaximus, sagt da die Natalina. Da muss etwas angestraft sein, was du wegen der Größe des Körpers nicht vorbei hat können. Aber, na, Quetschung, Nymphen gefressen, zerrissen. Ein leichter Lachs aus meinem Fall. Aus ist, aus ist. Du bist mit dir zusammengekommen. Da bin ich aber jetzt neugierig. Ja, warte ein wenig. Ich sehe gleich. Halt, erst kommt aber der chirurgische Moment. Frau Mann, eine Schüssel für Wasser und einen Schwamm dazu. Halt! Und ein Glas Wein, den Mann im Schwach wird, dass er mich stärken kann. Mein Gott, die Spritzen zuckt. Hast du den Beigestuhl gebrochen, hm? Jetzt, mei, das ist scharf vorbei, Junge. Aber es ist, wie gesagt, kein Franken, tu den Verhalten. So. Machen wir die wieder ganz fest. Dann fangen wir. Genau, dort leider auch wieder drauf hat. So, dann machen wir jetzt einen antiseptischen Verband drüber. Mit Start. Und in ein paar Tagen kannst du auf deinen verletzten Gil wieder umeinander marschieren wie zuvor. Na, ist der nicht hoch? Nein, schon nicht. Hier schon. Ja, weil es mir gut ausgegangen ist. Jetzt verzeih aber, Leonhard. Ja, das kann ich gar nicht erzählen. Dass auf mich geschossen worden ist, nicht mein Weinsaufer. Das habt ihr schon erfahren. Aber das Jägerne kommt ja erst. In den Glauben bin ich gefallen. Und in den Glauben bin ich gehängt wie unter Herrgott am Kreuz. Und ich habe immer geglaubt, dass ich noch rauskomme. Warum nicht ein Wunder geschürft? Das ist ja grauslich. Mir rennt es eiskalt über den Buch, Jobi. Geh, Alter, Fotografie. Lass mich da mit den Tafel in Ruhe. Ja, trau ist schon was, Herr Fürster. Ja, Tafel runterfallen, Glauben reinfallen, das steht mathematisch. Geh ich weiter, Leonhard. Ich habe also zwei Wüderer verfolgt, von denen der eine auf mich geschossen hat. Sie sind über Glauben, ich bin ja danach, über den Steg, den ich schon 100-mal gegangen bin. Fängt nichts, rutsch aus am Fall runter. Mein in den Glauben, wenn einer fällt, das ist ja ein richtiger chirurgischer Fall. Und du bist nicht gleich abgewählt. Das ist ein ganz anderer Hürdenfall. Kasseus, Gravis. Durch das Rutschen bin ich da in der Wand oben, David, also ein Zwei-Manns-Tier. Da wächst aus der Wand so ein Tannenbaum raus. Ich der Wisch kann mich holen und sitz mich mit, wenn's drauf. Herrgott, war das ein Glück. Na, du hast was durchgemacht, Leonhard. Gratuliere. Auf diese Art müssen wir uns drängen. Sonst halt. Aber ich habe immer noch einen sicheren Tod vor Augen gehabt. Ich habe mich nicht rühren dürfen, weil ich glaubt habe, das Baumel hält es nicht aus. Rundherum lauter glatte Wände, unter mir Fels und Wasser, über mir der Himmel. Auch so bin ich gesessen, habe geschrien am Bett und schier verzweifelt. Und wie der Mann draufgekommen ist, habe ich erst recht gesehen, dass ohne fremde Hilfe mein Leben kein Schussprüfer mehr wert ist. Siehst du, Leonhard, da, wenn ich da oben war, da war der Fall in Richtigkeit gewesen. Aber wie bist du noch aufgekommen? Denn aufgekommen bist du, oder nicht? Das war das Wunderbarste. Wie ich ja fast nicht mehr schreien habe können. Hör ich auf einmal, dass mich von oben wer anruft. Ich habe geglaubt, ich höre einen Engel. Und? Wer war's? Ja, wie ein Mords. Die alte Waben. Heide Kreuzsacker noch einmal. Aber Mann, versäumt dich die nicht. Beten sollst du aber da nicht fluchen. Und Herrgott, dann aber auf die Knie, aber da nicht schön. Ich hab's ja eh nicht so gemacht. Aber gerade die Waben. Ja, mein lieber Fürster. In einem solchen Lok kann man sich die Lebensritter nicht unter die Hofdamen aussuchen. Aber das Holzbell wird gerade so viel wert. Ich versteh's mich nicht. Brie weiter, Leonhard. Also, die Wamme ist nachher auf Dolm aufgegrenzt, hat Leid und Strick geholt
Und in einer Viertelstunde bin ich wieder heil und gesund rumgestanden. Also die Wahn, wie soll ich dir bloß meinen Dank sagen? Alles, was verlangt, soll's von mir haben. Ah, die wird schon in Defizitenrechnung stellen, wie mir meine Zähne sagt. Aber für dein Fall kannst du schon was liquidieren. Ja, da soll's auch gar nicht scheitern dran. Weil ich wieder mal gescheiter hatschen kann, wie ich selber vorbeigehen bin und würde mich bedanken. Nein, das muss gleich sein. Wisst ihr was, Bader? Geht's im Vorbeigehen zu einer Warme rein und riecht ihr recht einen schönen Gruß aus und ich lasse sie bitten. Bitten? Ah, die kommt schon von selber. Nein, ich lasse sie bitten. Sie soll gleich kommen. Ich muss ihr was sagen. Ja, meinetwegen. So vorläufig habe ich nichts mehr zum Verordnen. Also, wollen wir gut essen und Tränke herrichten? Ich komme schon, wenn es mir braucht. Führt den Gluchel. Halt, da fällt mir noch was ein. Lernherr, wir warten, die Büppler schützen. Das geht dir gar nichts an. Das ist eine Angelegenheit, die wir zwei jetzt dienstlich besprechen müssen. Vierte. Gut, ich bin zwar dienst. Und meinetwegen geht's mir halt nichts an. Frau Mann, das Arbeit muss ich zumachen lassen. Und den Bauer und den Kranschein hier da mit der Säume schmieren halt. So, jetzt muss ich noch zu einem Bauern. Den hat der Stier auf die Mauer aufgedrückt. Agricola Tauris drückt auf wie auf die Mauris. Also, dass wir weiterleben, wir zwingen. Du hast keinen Kind für die Lumpen. Hast du auch keinen Verdacht? Verdacht? Ja, ich weiß es nicht auf wen. Es war ja ein Stück Fenster und völlig Nacht. Ach so. Na, das macht auch nichts. Das werden wir schon kriegen. Weißt du, was du jetzt sagst? Ja. Jetzt weiß ich es genau, wer dabei gewesen ist. Ach, du, Vater? Ja. Ich meine, du kennst den recht gut. Der weiß die Dumme, was ich so war schon gesagt hat und dabei schon gleich das Hirn ausgeblasen hat. Du willst noch nicht verraten, weil er seine Mutter das Leben gekriegt hat. Hol ich aus. Da brauchst du keine Angst haben, dass du es verraten hast. Ein alter Fuchs kennt sich schon aus. Aber Vater, bedenk du, wenn mir die Warm nicht geholfen hat, ich liege hier 10.000 Fetzen zerrissen in der Glauben drinnen. Dagegen lässt sich ja gar nichts sagen. Und der Mensch soll nicht undankbar sein. Aber jetzt denk du selber mal. Für was hast du dein Leben mit Chance geschlagen? Weil es deine Pflicht war. Und deine Pflicht ist auch, dass du triffst, wo du nicht schweigen darfst. Oder willst du gleich gar mein Eidig werden? Voll Teufel! Gib wegen meiner derer Warm, was du hast. Aber wegen so einem alten Uhu in Dienst verleihen, das darfst du nicht tun. Vater, du hast recht. Ich habe mein Leben um einen Preis gekauft, den ich nicht zahlen kann. Und ich weiß nicht, ob es nicht besser war, ich gehe wieder auf in die Glauben, in die, wo sie ja du reingekehrt hat. Du versündigst dich nicht gegen unseren Herrgott, gell? Ein zweites Mal gibt's kein Wohnen nicht. Du kannst dich also gar nicht besinnen. Vater, ich kann mich nicht besinnen. Ach Gott, jetzt sagst du nur gleich, dass du dir ein Versprechen müssen hast, dass du nichts sagst. Oh, du falsche Hexen! Ein Menschen ist so einer noch, der so eine Bedingung zu machen, das ist unerhört. Vater, so streng darfst du das nicht sehen. Schau, die Waben versteht es halt nicht besser. Und es hat ja da ihren Buben gewonnen. Was darfst du in so einer Lage? Was ich tat? Der Schuss, der mein Buben mal so eine Lumpe. Aber wie du nur so fragen kannst. Aber natürlich, wenn man mit der Bagage so im Verhältnis steht. Vater! Ja, sag einmal, willst du gleich gar das Mensch zu einer Fersterin machen? Und ein Bärlweib zu einer Schwiegermutter? Und ein Lüderer zu einem Schwagern? Das war eine rare Freundschaft zusammen. Vater, ich bin kein Schuljahrbub mehr und habe das gleiche Recht wie jeder andere Bub im Dorf. Die Laune ist brav und niemand kann ihr was nachsagen. Und für das, dass es arm ist, für das kann sie nichts. Und übrigens, habe ich es heiraten noch nicht versprochen. Ja, das ist ja noch das Schöne. Also gibt sich der große Feder mit den armen Titel nicht jetzt ein Gespül noch. Das hätte ich mir nicht gedacht für dir. Da hört sich aber der Herr Vater. Ich habe gesagt, ich habe ihr es heiraten noch nicht versprochen. Aber das eine ist gewiss und wahr, dass ich kein anderes Tierndl einmal heimführen werde, als wie die Laune. Und wenn die ganze Welt drüber zu krank geht. Oho, die Welt hat nicht mit der Nieren damals zu rechnen. Aber ich als Vater, wenn die damals von meinem Buben gemacht wird. So, jetzt will ich weiter über den Fall gar nichts mehr hin. Jetzt heißt es den Dienst tun. Wenn Maurer hieß, das heißt eigentlich, bei der alten Wam, wird jetzt Hausdurchsuchung gemacht. Nimmst den Postenkommandanten mit. Dass dir die alte Hexe nichts antut
Und der Jan wird in die Paranosen einmal dumpf wird. Wegen der brauchst du keine Angst nicht haben. Ich habe eh der Mann versprechen müssen, dass ich mit der Laune nicht mehr zusammenkomme, bis ich es heiraten kann. Ach so, dass der die Mann versteht, das muss man schon sagen. Naja, nachher folgst du halt dem Bellweib, wenn du schon dem Vater nichts gibst. Vater, ich bin dem Bellweib mehr schuldig, als was ich je zahlen kann. Ich gehe jetzt meinen Dienst da, für dich gut. Himmel, greif die Sakrament noch einmal. Da sollte einer nicht fluchen. Ja, was sollte denn einer da, wenn es immer so geht ist wie mir? Zuerst die Angst haben wir Buben, die Sorgen, nachher freut, dass er gut heimgekommen ist. Aber gerade die Freude, die muss man jetzt so verbittert werden. Ja, da möchte da einer rennen, ist wie ein Hirsch in Oktober. So, der Leonhard ist jetzt fort. Wann wird nachher da gleich kommen? Sag, was geben wir denn? Ich glaube, es ist da besser, wir reden zuerst drüber miteinander. Was ich am lieben gearbeitet, ist sie, weiß ich schon. Aber durch die damals von unseren deutschen Buben sind wir ja gebunden. Rennt der wie eine blinde Kuh in die Klammer ein und muss froh sein, dass ein altes Bärlweib rausfischt. Und noch dazu die Waben, deren was ich weih ausgewichen bin, weil der ihr Geschmaus nicht leiden kann. Geh, sei stark, Alter. Du bist ja da froh, dass unser Leonhard so gut weggekommen ist. Und ich glaub, wir dürfen uns jetzt auf keinen Fall nicht schmutzig zeigen. Ein edler Tausender und ein paar Meter Holz für den Winter hätte sicher verdient. Naja, ich hab mal gedacht, wenn wir 5000 Schilling geben, da kriegt schon ein paar schöne Gäste drum und ein 10 Meter Holz. Aber dann mach ich den Standpunkt gar wegen einer sauberen Tochter. Die soll es irgendwo in die Erste geben und soll dir die hochmierigen Gedanken austreiben. Aber ich glaub, die alte Hexe trennt selber für ganz andere Sachen, ist wie für einen alten Bärl hitten. Geh. Habt ihr da nicht zwingend eher warm? Schau, es ist ja da nicht so gut, wenn sie sich auch für sauberes Maul was einbütteln tut. Ja, was haben sie denn noch als wir eine Kinder? Eben, drum, genau wegen dem will ja ich unseren Wurm nicht wegwerfen. Ich sag dir das auch nicht. Wenn da nicht jetzt ein richtiger Riegel vorgeschoben wird, ist es spät. Herein! Grüß Gott, Herr Fürster und Frau Fürsterin. Ihr habt mich holen lassen und da bin ich. Grüß dich Gott, Mann. Ich danke dir heute tausendmal, wie eine Mutter mir danken kann, für das, was du für uns da hast. Ja, derentwegen hätt's mich nicht holen brauchen. Das hätte jeder andere Christenmensch auch da. Na, das ist so eine Bedingung. Ja, vor allem war es ein Glück, dass ich ab meinem Lohn in der Nacht den Schuss gehört habe. Und da bin ich halt fort, weil ich gemeint hab, es könnte was passiert sein. Ach so. Was geht's denn leicht dir, wenn sie den Holz draus geschossen, hä? Aber natürlich, wenn man einen Furm hat, der was wie ein großer Feder auf die Jagd geht, oft ist was anderes. Aber dem vertreib ich's noch. Aber Andreas, es tut was eine Pflicht ist, Herr Fürster. Das geht mir nichts an. Und ich verstehe auch nichts von den Gesetzen, die ein Rehbuck hecherstellen ist wie ein Menschenleben. Kann man's auf mich drauf an, riecht der Hirs gewiss kein Pixen mehr an. Aber ich bin ein altes Weib und Vater haben wir ja auch keinen mehr. Der Krug geht so langsam braun, bis er bricht. Auch so sagt ein Sprichwort. Das ist eine Sache da. Mit den Hirs geht es noch mal schlecht aus. Zuchthaus oder gar eine Kugel. Aber er ist selber schuld, wenn es dazu kommt. Aber es ist richtig, wie du gesagt hast. Du kannst den wilden Menschen nicht regieren. Also will mit dir weiter gar nichts mehr reden drüber. Was jemand geschickt angeht, so bitte als Vater mein Dankeschuldig. Ja, ich werde. So, Alter. Da hast du jetzt ein wenig was für dein kleines Hauswesen. Und da hast du die Anweisung auf edler Meter Holz. Bringen wird das wohl wer. Ja, für den Liebsten sollte man da kein Geld verlangen. Ein gutes Werk ist keins mehr, wenn es gezahlt wird. Dann geh weiter, mach doch keine Sprich. Steck's ein, zahlen. Wie will ich denn zahlen? Kreuzsakrament noch mal. Weißt du, was ich da sag? Mein Buben können die gar nicht zahlen. Ein Almosen ist's. Weiter ist nichts. Genau so
wie du das für die anderen Leute auch überkriegst. Na, und Holz wirst du wohl auch brauchen können. Ein Almosen. Also, nachher sage ich halt für Geld's gut. Sing das Gott warm. So, dann zieh ich dir noch eine Kleinigkeit zusammen, die du für dein Hauswesen brauchen kannst. Du warm. Und ich habe auch noch was dann drin mit dir, dabei wir jetzt allein sind. Ich habe hingewohnt, dass mein Leonhard deiner Laune zu lieb geht. Ich sag dir was, die Geschichte gibt's nicht. Oder machst du vielleicht das vor, dass du eine Hose drehen draus? Ist leider nicht. Schlagt sich die Geschichten aus dem Kopf und verbiert den Mensch, was er meint noch hier angelegt werden können. Da kommt aber einer Ratsport, Herr Fürster. In dem Punkt hab ich genauso viel mitzureden wie der Herr Fürster. Ich habe in Leonhard schon lang das Fenster von meiner Laune verboten und habe ihm das Versprechen angenommen, dass ich das Maul noch mal in Ruhe lasst. Ich hab's zuerst verboten. Ich, Mutter, verstanden, Herr Fürster? Na, no, was war denn das? Aber natürlich, Karli, dass den Buben besser einhusten können, als du ihn heiraten, ne? Hast du vielleicht gedacht, er soll gleich ein Vater als Brautwerber mitnehmen? Ich glaub das schon. So ein Jäger, das war schon kein magerer Bissen. Ein magerer Bissen nicht, aber ein giftiger. Mir war's lieber, es kam mir der Holzknecht an meine Laune. Das wie so ein Jäger, der meint, die Mauern können ehren, das wie die Gams und Reh, die in Holz umeinander rennen. Ich will für meine Laune einen Mann, der er im Leib hat. Nein, sag er noch einmal. Willst du gleich sagen, dass ein Jäger keine Eier im Leib hat? Wenn es nicht ein altes Bärlweib gesagt hat, einen anderen bringen die um. Ein altes Weib? Jawohl. Falle bin ich ein altes Weib. Aber das alte Weib ist auch einmal jung gewesen. Und kommt zu manchen Geschichten für den Jäger verzählen, die den Herrn Fürster nicht recht passen dann. Ich brauch gar keine Geschichten nicht hin. Wenn einmal einer irgendwo ein schlechtes Stickel gemacht hat, wegen dem geht nicht das den ganzen Stand was an. Vielleicht vorher denkt die Geschichte an. Wenn ich sage, dass sie vor etwa 40 Jahren an der Grenze drum zugetragen hat. An der Grenze drum? Ja, da müsstet ihr eh auch was wissen davon. Weil da bin ich als Jagdküfer gewesen. Also noch außer mit deiner verlogenen Geschichte. Ich hätte das dann schon sagen, was du hingehörst. Braucht es eigentlich nicht so giften, Herr Fürster. Es ist schon lang her. Aber es kann sein, dass ihr mal was davon gehört habt. Also, vor einer 40 Jahren ist auf der Stieflingalm eine Sängerin gewesen. Wie es geheißen hat, das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, Gurgel hat es geheißen. Gurgel? Ja. Ach so, habt ihr das Maul leicht gut kennt? Ja, ich weiß nicht recht. Es ist schon viel zu lang aus. Also, dass ich weiter verzeih. Zu der Gurgel ist ein Jäger gekommen. Ein rechter, sauberer Bub. Lustig und schneidig, als wie sonst keiner, der zugehört ist. Er hat den Maul recht schön getan und hat ihr Seidaten versprochen. Bis sie ihm nachher auch gesagt hat, dass sie ihn gern hat. So haben sie halt miteinander Bekanntschaft gemacht. Stundenlang sind sie vor der Hütte gesessen und haben geredet davon, wie sie es künftig einrichten und wann geheiratet wird. Und nachher hat sie die Zittern geschlagen. Und ihr habt gesungen dazu. Wisst ihr, Fürster, solche Lieder wie schön blau ist der See oder lustiger nicht? Kurz und gut, es war der reinste Himmel da drum auf der Alm. Auf einmal ist aber der Jäger ausgeblieben. Am Stirndl hat sich bald die Augen rausgeholt. Wie es runterziehen hat müssen, ohne dass sie ihn gesehen hat. Ja, verzeih weiter. Oder ist die Geschichte schon gar? Oh nein. Die Hauptsache kommt ja erst. Die Buri hat noch eine Zeit lang gewartet. Aber er hat sie nicht sehen lassen. Nachher hat sie mal geschrien. Das ist aber nicht wahr. Ja, was willst du denn hier? Lasst mal weiterreden. Sie hat ihm geschrien, dass sie recht schlecht gehen. Und dass er Vater werden soll. Aber es ist keine Antwort gekommen. Und die Burgel hat ihr ganze Schaum allein aushalten müssen. Und ist in die Heimat gezogen mit ihren kleinen Hirs
hab mit ihren Lord im Herzen. Dort hat es nach einem Jahr ein Bauer zwingend ihren Geld geheiratet. Aber sie ist nie recht glücklich geworden. Und der Jäger ist schuld dran. Jawohl, ohne einziger Jäger ist schuld dran. Dass ihr ganz Leben verbittert, ja, dass sogar ein Bärl beigeworden ist. Ja, sag mal, warum kennst du die Buri von damals? Sag mal, was dein Feinden ist. Du weißt gar nicht, was ich drum gab. Da braucht es nicht lang suchen. Herr Fürster, die sitzt vor eng. Gottes Willen, warum? Du bist die Buri von damals. Ja, die bin ich. Bei mir daheim hat mich mit Buri geheißen. Und da bin ich halt warm. O du lieber Herrgott in Himmel, wer hätte sich das gedacht? Schau, Buri, so war unser Herrgott am Kreuz hängt. Ich bin unschuldig an dem Verraten, was du jetzt verzählt hast. Es ist alles wahr, bis auf den Punkt, wo der Jäger nicht mehr gekommen ist. Wie ich das letzte Mal von dir gegangen bin, da komme ich heim. Jetzt liegt dein Beruf und sein Militär am Tisch. Und ich habe derselben Nacht noch vorgemessen zu einem Regiment. Auf Innsbruck ein zwei Kaiserjäger. Ich habe einen Bus geschickt, durch einen zehn Huberfranzl. Ich habe ihm extra noch einen 100er Trinkgeld angegeben und habe ihn bitten lassen, du sollst mir deine Adresse schreiben. Es ist aber nichts gekommen. Ich habe Tag, Wochen, Monat gewartet. In dieser Zeit haben sie meinen Bus nachbesetzt und ich bin dann auf ein Revier aufs Flachland rausgekommen. Das Jahr drauf im Sommer habe ich mir extra Urlaub genommen und Besucher gefahren. Aber niemand auf der Staufleinalm hat von der Buri was gewusst. Ist das wahr? So wahr wie unser Herrgott am Kreuz hängt. Also, nachher habe ich noch recht dann, Herr Fürster. Und ich muss abbitten. Aber es ist für mich heute noch die wahre Himmelsbotschaft nach so viel Elend, dass ich meine, es war ein richtiges Glück, dass alles so gekommen ist. Arme, arme Buri. Aber warum hast du denn von dieser Sache nie was verzählt? Ich hätte da noch manches anders gemacht wegen Ihnen. Warum? Ich hätte wohl nie davon zu einem geredet, von dem ich glauben hab müssen, dass er mir so viel Leute an der hat. Aber ich hab reden müssen und das alles soll kommen. Wisst ihr jetzt, der Fürster, warum der hier so gern jagert? Er hat jetzt richtige Jägerblut gibt. Kann er was dafür? Jesus, der Hirs. Und ich. Nächstes haben wir uns gegenüber gestanden. Der Vater und der Sohn. Und der Nierer im Stutzen in Anschlag. Die rennt ganz kalt über den Bugel, wenn ich da dran denke. Aber wo ist denn der Hirs jetzt? Ja, drum bei der Mesnermarie halt das ja auf. Bis da die Luft rein ist. Was nachher geschieht, das weiß ich nicht. Jetzt, Burgi, ein unglückseliger Zufall hat uns so weit auseinandergeführt. Und der Andal und die Burgi, die zwei, die sind längst gestorben. Aber was ich gut machen kann, das soll geschehen. An dir, an deinen Sohn und an deine Kinder überhaupt. Was ich für den Hirst tun kann, das will ich sehen. Aber bei der Laune, da schaut die Sache anders aus. Jetzt war es mir einigst der Herzenswunsch, wenn aus den zwei ein paar werden können. Ach so, wird wenigstens in unseren alten Tag eine alte Freundschaft wiederhergestellt, die was so manche Traurigkeit vergessen lässt. Oh, du guter, braver Mann! Siehst du, warum? Das hat nicht sein wollen. Also reden wir nichts mehr von der schönen alten Zeit. In der Zwischenzeit hat mir unser Herrgott ein kreuzbraves Weiberl zugeführt. Und du weißt, dass eh wird Weiberleute sind. Wenn die ein Sterbenswürtel von dieser Geschichte einwurtet, du darfst diese Moment recht geringer. Darum versprich mir, dass du keiner Menschen so etwas sagen willst. Mein ganzes Familienleben war in Frage gestellt. Was ich für ein Hirst tun kann, das will ich sehen. Ich darf aber bei Leib nicht wissen, in was für ein Verhältnis jetzt an mir steht. Vielleicht später mal. Aber jetzt am keinen Preis in der Welt. Alles, was ich gesagt habe, nehme ich mit ins Grab. Und alles andere
leg ihn in die Hände vom Herrn Fürster. Und wenn du was brauchst, Wurm, komm sie mir. Noch so ist sie uns keine mehr allein. Hoffentlich lässt sie uns richten. So, da ist jetzt nur eine Kleinigkeit, die du für dein Hauswesen brauchen kannst, Wurm. Vergelt's gut tausendmal, aber es ist ja fast zu viel. Also, für Gott, Herr Fürster. Für Gott. Was habt ihr denn jetzt gar so langsam verhandeln gehabt? Ja, was werden wir denn verhandelt haben? Wie in der Laune habe ich halt geredet. Und für ein Hirs einen sauberen Patron. Und hast du auch die Meinung klärlich gesagt? Ja, das darfst du denken. Und hast du auch gesagt, dass der Hirs angehört, für das, dass er dich angeschossen hat? Und dass er eigentlich schon ins Zuchthäusl gehört, weil er uns den Leonhard in den Glauben reingelobt hat? Ja, ist eh leicht. Fräulein, natürlich. Aber schau, das verstehst du nicht. Ich habe keinen Kind. Nein, und der Leonhard behauptet auch, dass er keinen Kind hat. Also, was soll da eine Anzeige ausrichten? Zudem ist es so, wenn sie zwei am Kriegsfuß gegenüberstehen, da passiert gar viel, was sonst überhaupt nicht möglich wäre. Oh, aber wir werden schon aufs Korn nehmen. Der kennt man nicht aus. Ja, ich glaub's eh. Boah, glaub's eh. Was soll denn leicht das schon wieder heißen? Na ja. Ich mein halt, du wirst so einen besonderen Grund haben, dem hier ist nicht wehzutun. Grund? Ich habe ja einen Grund, weil ich was tue, verstanden? Ja, und sicher auch ganz einen besonderen. Die waren mir vor mir so galant zu behandeln. Erst heißt, dass du ihn lieber noch rausgeschmissen. Ja, hast nicht du selber gesagt, dass ich freundlich sein soll mit dir, weil sein Leonhard nicht geredet hat? So, zwingend Leonhard. Mir jetzt weiß, wenn man das letzte Fahrrad geht, tue ich auch noch. Das Versteck aufs Spiel kann ich überhaupt nicht leiden. Sag's nur gleich, dass du gelost hast. Hey, mein Sakrament noch mal. Ist es dir mir wert, dass du zum Rennen anfängst? Wegen einer Geschichte, die was dich zutragen hat, lang bevor ich dich kennengelernt habe. Wenn du ein bisschen Vertrauen in mir gehabt hast, hättest du mir da viel früher was erzählt davon. Aber so hast du mir vor Gott lieb und treu geschworen. So was Dummes habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Man kann ja da nicht rückwärts treu schwören. Was vorbei ist, ist vorbei. Und du kannst ja da gewiss nicht über mich beklagen. Schöner war es gewesen, ich hätte früher was erfahren. Schöner war es gewesen, wenn du nicht gelost hast. Jetzt sei doch vernünftig. Ich habe die Geschichte ein etler 30 Jahre vergangen. Schau, wir haben wieder eine Zeit gegeben für zwei Teilbau. Oder nicht? Sollte jetzt wegen so einer dummen alten Geschichte alles anders werden? Von denen habe ich ja gar nichts gesagt. Aber schau, man wird da auch noch reden dürfen, wenn man solche Sachen erfährt. Schau, Edi, mir tut es wegen deiner Leute, dass du jetzt was gehört hast, was besser nicht hören hast zu ihm. Aber was weiß man denn für was gut gewesen ist? Vielleicht ist es eher so auch gescheiter. Schau, eifersüchtig wirst du auf die Wabe gewiss nicht sein. Für die, was ich jetzt allerdings ein ganz besonderes Bedauern habe. Und mein Hirs habe ich einen Plan. Ich darf von der ganzen Geschichte nichts reinwählen. Und drum muss er fort. Und ich meine, dass ich was passt, hat's haben. So, jetzt weißt du alles. Und ich hoffe, dass du die Sache vernünftig anschaust. Wisst ihr was vielleicht, wenn ich hätte wirklich nichts erfahren. Ja, aber wie steht's denn jetzt nachher? Mit dem Leonhard und mit dem Dirndl. Schau, ich halte die Lani schon gar nicht wie eine richtige Hausfrau von so einem Buben. Ja, auch wenn sie brav und Rechtschaffer sein will. Da will ich mich nicht ausreden. Das kommt ganz am Buben drauf an. Wenn er die Lani nehmen will, dann brauchen wir nicht mehr reden drüber. Wenn er es aber noch will, was können denn wir zwei dagegen haben? Oder weißt du sonst den Grund? Über das muss ich erst noch schlafen. Und im Übrigen. Geh jetzt hier auf. Wer wird denn da reden? Naja, ich möchte wissen, was du sagen darfst, wenn du von mir solche Sachen erfahren hast. Na du, sei so gut. Aber lass dich jetzt gut sein. Geh rücken ein wenig um und lass dich ein wenig zudrücken. Ja, ich gebe euch Weiner noch. Aber schau,
Ich hab mir halt nicht gedacht, dass du so ein Antrader sein kannst. Queen, Queen. Aber seit ich dich hab, du kenn ich nicht mehr Riesel. Geh Schatko, geh kein Herr, gib mir Bussel. Geh her, du alter Brandbier. Hey, mein Sacker, nur mehr. Dieser Tag, wie Jans Maul scheint er mit seinem freundlichen Gesicht an. Und man spürt direkt, dass man wieder jung wird. Ein wenig natürlich. Außer bei, naja, du bist und bleibst da wieder Scherben, von dem, was sich nicht mehr viel richten lässt. Vor 30 Jahren, so wie ich auch. Wer hätte sich das dort gedacht? Aber wie eine Geschichte so vertragt gehen kann. Wegen meiner. Ich darf mich ja nicht beklagen. Aber die anderen. Niederhofer, da darfst du schon häufig um einen anpandeln, dass du die Sache wieder gut machen magst. Aber ich hoffe, dass ich alles recht gemacht habe und dass auch alles recht wird, wenn an den Kerlen noch ein guter Punkt ist. Jetzt habe ich den Wüdling auf 2 hergestellt. Hoffentlich wird er auch kommen. Mein Gott, ich werde ganz gespaßt jetzt, wenn ich da dran denke, wer jetzt da vor meiner stehen wird. So gut. Du kennst eh schon daher. Mein Gedicht. Ich ziehe das direkt rein. Wir wollen mal von ihrem Kirchen wissen. Hier ist. Da geh einer, da rein bin ich. Grüß Gott, Herr Fürster. Da war ich halt, was ihr mich herholen lassen habt. So. Du. Na ja. Sackere, sackere. Also pass auf, Hirs, was ich dir jetzt zu sagen habe. Als erstes muss ich dir mal sagen, dass du deiner Mutter zum Verdauen hast, dass du da stehst ohne Begleitung. Du weißt das schon, was ich meine. Das kostet mich heute noch nicht ein paar Zeine. Und dein junges Leben war verpfuscht. Und du huckerst die Woche im Zuchthaus, wie der nächste beste Tier. Wie ein Mutbrenner oder sonst ein kleiner Vogel. Wenn du nicht mehr Achtung hast von dir selber und wenn du dich nicht höher schätzt, dann haben wir ausgeredet. Wenn du aber noch einen Funken Achtung hast von dir selber, dann gibst du dir den Gedanken auf das Wühlen geh auf. Wenn du das kannst, reden wir weiter und wenn nicht, dann kannst du gleich wieder gehen. Herr Fürster,
Ich hab mir schon lange überlegt. Bei mir soll's nichts mehr hören. Ja, wenn wir da nur dran dürfen. Aber du hast es halt ein bisschen arg drüben. Denk du dran. Hier habe ich es dann verdanken, dass ich so zusammengekommen bin. Ich sehe es nicht richtig. Die Geschichte geht mir nichts an. Der Schuss ist oder nicht von mir gekommen. Ich hab's dir sogar verhirten wollen. Verhirten wollen? Ja, das sollte mich freuen. Und ich würde es auch glauben. Aber die andere Geschichte, die ist mein Leonhard. Buh, das geht schon übers Wühlen weit aus. Ja, die unglückselige Geschichte hat mir so verleitet dazu. Ihr könnt mir's glauben. Ich habe da bloß den Baumstamm über die Klamm mit wegziehen geholfen. Aber damit habe ich bloß den Weg verspüren wollen. Wie mir zu Mut war, wie ich gemerkt habe, dass der Leonhard in die Klamm gefallen ist, das kann ja gar kein Mensch nicht sagen. Und am anderen Tag habe ich geglaubt, ich hucke das Nachtspantäufe in der Höhe, also haben wir die Geschichte umeinander drin. Ja, wenn da nicht unser Herrgott dazwischen drin war, dann war die Geschichte grauslich ausgegangen. Aber ich hoffe, dass du dein Wort heilig halten willst und dass du keinen unrechten Schritt mehr ins Revier machst. Kannst du mir das Versprechen mit einem guten Gewissen geben? Wie ich schon gesagt habe, gewiss ist und wahr ist. Siehst hier's, du hast gar keine Ahnung von dem, was ich auf mich genommen habe, dass ich die Geschichte so hingehen lasse. 30 Jahre lang habe ich meinen Dienst an und es hätte mir einer kommen sollen. Kreuzzacker noch einmal. Aber in dem Fall, da handle ich eigentlich gegen den Buchstaben von meiner Dienstvorschrift. Aber ich hoffe, ich kann es verantworten. Wenigstens für unseren Herrgott. Also macht man einen Strich durch die Rechnung. Es wird schon nicht so weit gefallen sein. Aber was willst du denn jetzt nächstes anfangen? Mit deiner Maurerei ist nicht recht weit her. Und freut mit der Arbeit nicht groß, was? Ich werde es halt da machen müssen. Und ich hoffe, dass ich mich durchbringe. Der Bauer, wo die Arbeit gar ist, nachher gehen die alte Geschichte wieder an. Wie weißt du denn, wenn du irgendwo mal Posten umschaust? So zum Knecht taug ich auch nicht. Erstens habe ich die Arbeit nicht gelernt. Und nachher glaube ich, dass mich auch nicht entnehmen. Das ist schon möglich. Ich hätte aber eigentlich auf einen anderen Posten gedacht. Der Verwalter von Kemsee war gestern bei mir und hat gesagt, er braucht gerade notwendig einen tüchtigen Burschen, der was ein wenig erschneit hat und mit der Jagerei auch ein wenig angehen kann. Kurz, er sucht einen tüchtigen Jagdhüfen. Was das? Das könnte werden? Oh du lieber Heimi, das war ja mein höchstes Glück. Aber wir nehmen ja da nicht. Ja, wenn du den Ernst gut tust, dann können sie vielleicht was werden. Ich habe gestern geredet mit ihm und ich habe ihm auch alles erzählt, Wort für Wort. Und wenn ich für dich gut stehe, nachher nimmt er dich. Ja, war das möglich, Herr Fürster? So wahr unser Herrgott in Heim ist, ich will meinen Gutstand eher machen. Lass mir die Erbarmnis und sagt es für mich gut. Na, wegen meiner. Aber du hast die eine Geschichte noch, die ist mein Leonhard. Die ist zwei. Das könnt die alte Feindschaft nicht aufrechterhalten. Wenn sie es zwei versäumt habt, nachher ist die Geschichte in Richtigkeit. Ja, nachher fällt sie ja nichts mehr. Und ich sag halt tausendmal vergelt's gut. Ich würde meine Sache bis recht machen. Ja, und was ist? Wenn Hüderer kommen? Ja, da soll sie einen Blick gelassen. So Lumpen kommen die anders. Also dann, wird die gut. Wird die gut. Stell den Mann um bei Werli. Da sind die Malefizweiber wieder drin, dass sie den Ruck kein Korschauer treiben. Leonhard, hier einer da. Schau dir wieder, wie scheint du jetzt gar. Was gibt's? Fällt dir von was? Paul, mir was fehlen? Paul, wo wir überhaupt nicht. Der Maurer ist es gerade da bin und hab Generalbeicht angegeben. Und ich habe ihn absolviert. Ja. Und ich habe ihm auch seine Mutter zulieb, die was dieses Leben gekriegt hat, um den Posten angeschaut. Ich habe aber versprechen müssen, dass er gut tut und dass er die Feindschaft gegen dich aufgibt. Aber das nämlich verlange ich auch von dir, ihm gegenüber. Hast du das da? Na, der Mutter zulieb, die mir das Leben gerettet hat. Ja. Ach so. Der Mutter zu lieb.
Wie schaut's locker mit dem Dirndl aus? Der lässt nicht aus. Naja, die Geschichte mit der Lani, die ist ja schon gar. Was? Na, du machst deine Geschichten geschwind da. Das muss ich schon sagen. Lass das über ein Dirndl einfach rein, dann schießt dich nicht mehr drum. Ja, und was soll ich mich denn noch schämen? Je weniger, dass ich da denke, umso leichter ist vergessen. Schöne Grundsätze hast du schon, das muss ich schon sagen. Die alte Wärme, die hat nicht Unrecht an, dass da bezahlt dazwischen gefahren ist. Mir ist das zwar nicht ein Ding, wie mein Bub versuchen, die Sachen denke, aber das eine sage ich dir, dass ich auch meine Sachen geschickt mir helfe dir. Da kennt sich der Teufel aus mit dem Futtern. Zuerst will er nichts wissen von dem Maul. Und nachher, wenn ich sage, dass die Geschichte gut ist, dann tut er wie er will. Und da muss die Mutter ins Mittel drehen. Mutter, geh raus da ein bisschen. Ich hab was zu sehen mit dir. Was gibt's? Brauchst du vielleicht wieder ein Geld? Oder hast du etwa beim Vater was gehabt? Schau, liebe Mutter, ich hab ein rechtes Anliegen an dich. Na, das geht aber gar recht hart. Was hast du denn wieder angefangen? Na ja, eine Bekanntschaft habe ich angefangen. Und der Vater will nichts wissen davon. Ist ein schönes, ein recht sauberes Maul. Aber arm ist. Und dann will der Vater, dass ich es aufgeben soll. Und das sehe ich auch nicht und tue ich nicht. Erter gehe ich fort von daheim und schau mir mal fremdes Brot an. Mutter, wenn du nicht hilfst, ist alles gefällt. Nein, so arg wird es nachher doch auch nicht sein. Ja, wenn der Vater nicht will, dann wird er auch sicher einen besonderen Grund haben. Einen Grund? Gar keinen Grund hat er. Siehst du, Mutter, du kannst dem Vater am Erntern beibringen, dass er anders wird. Ich bitte dich, rede ans Herzen. Tu mir deinen Gefallen. Bei mir nimmt er ja nichts an. Ja, wer ist denn nachher das Muster von Maul? Die Lani, gell? Ich weiß eh schon lang. Schaumst du nicht, dass ihr Mutter im Dorf umeinander bettelt? Ja, wenn ich keine zur Mutter, dann brauchst du nicht mehr betteln. Ja, so? Nimmst du gleich zwei zum Versuchen. Schau, Leonhard, du bist jung und unerfahren und du weißt, alles muss übers Knie abgebrochen sein. Also, Mutter, willst du mich du auch verlassen? Nachher weiß ich, was ich jetzt getan habe. Aber mir darf es keine Schuld nicht geben. Ich kann nicht anders. Leonhard, da bleibst. Du meinst, du kannst die Mutter zwingen, aber ich will nicht. So, du willst nicht? Na ja. Geh, Leonhard, jetzt bleibst du schon da, aus solchen Eigensinn. Zuerst muss man das Maul durchmal kennen, bevor man was sagen kann. Ja, das war mir schon gemacht, aber sie gefällt dir ganz bestimmt. Wann soll ich es denn bringen? Ja, umso früher, umso besser. Juhu! Das ist schon eine spaßige Geschichte übereinander. So ein Maul weiß schon gar nicht, was alles angefangen hat. Aber ich sehe es schon kommen. Da lässt sich gar nichts anderes, als würde man ja sagen. Weil der Leonhard glaubt, das muss sein. Die zwei Liebesgeschichten, die müssen wir halt ein wenig überwachen. In dem Punkt, da gibt es kein Nachsehen. Da ist die Niederracherin schon da. Schönen guten Morgen. Schönste und letzte und holteste der Frauen. Arsch in der Hey. Meine Frau Pfisterin ist halt ein Muster von einer Hausfrau. Geh hör auf, Bader. Deinem Vertrauen gesagt, ist er da immer nicht der Hälfte war von dem, was der Bader sagt. Aber da muss ich schon bitten. Ich kann doch nicht sagen, Frau Pfisterin war ein halbes Muster, was? Übrigens muss Frau Pfister wissen, dass sie die größten Männer die höchsten Sachen nachsagen lassen müssen. Denn wie der heilige Saphir gesagt hat, es sind nicht die sauersten Zwiebeln, an denen die besten nagen. Geh auf, ich habe gar keine Zeit nicht. Ich muss mir so viel herrichten. Was wird's denn da oben essen? Da sieht man halt, wie schön was die Leute haben, die was so ein braves Wein und nur eine viel bravere Mutter haben, die für sie sucht. Aber unser einer, so abends war so. Ich kann ja gar nicht sagen, was ich für Bedauernis mit mir habe. Nein, no, nein. No. Geh, bei dem auskommen, da darf ich wieder heiraten. Das ist ja doch keine Hexerei. Heiraten? Das ist ja so eine Sache. Wenn es einmal geschehen ist,
dann bin ich für die ganzen anderen Mal verloren. Das ist grausam. So viele anschuldige Hoffnungen mit Einschlag aus der Welt schaffen. Aber ich sehe gescheit, einmal muss es sein. Und ich meine, ich mache die Geschichte im nächsten Tag. Was? Da darf man vielleicht schon gratulieren. Ja, den Mal, das ich beglücken wird, alle denken. Und wenn man so neugierig war und fragt, wer denn das Muster von Mal ist. Ja, der Frau Fürster will mein, das Geheimnis meines Herzens anvertrauen. Aber ist die Geschichte in Richtigkeit ist, habt was fragen, gell? Sagt auf Ehrenzölligkeit. Ein Mann, ein Wort. Nein, das geht ja doch nicht. Auf Ehrenzölligkeit. Na, von mir aus. Auf Ehren und auf Zölligkeit. Ah, der Teufel soll mich holen. Nein, das sag ich nicht. Da, was liegt denn da drauf, wenn ich ihn holen? Ah, man soll es schon sagen. Na, oh. Von mir aus. Der Teufel soll mich holen. Also gut. Frau Fürstin hat er sicher da schon mal ein Märchen gelesen. Na sicher, Schneewittchen, du ein Röschen. Ja, und da habt ihr sicher auch schon gelesen, dass hier da ein schöner, bildschöner König sind. Ein ganz warm verlassen, aber brav stehen und geheiratet hat. Der König sagt, der steht da. Was war mit dir so? Ja, ich. Ja, lange die Tochter freuen waren. Was war denn das? Jetzt hört sich da alles auf. Ja, aber warum doch? Schaut, das Maul ist sauber, das Leben hat er so verbindliches Wissen. Und es wird seiner Baderin geschaffen. Ja, aber schau, der Bader ist schon ein bisschen auf die übertragenen Seiten. Naja, ich mein halt, ob sie auch, so wie man schon sagt, eine richtige Zuneigung hat zu ihr. Ja, das war ja doch noch schöner. Wir würden zu mir jetzt keine Zuneigung haben. Da Finger schlägt er sich ja bis zur Übung auf, wie heißt er. Das Maul ist ja so verliebt in mich. Gar nicht zum Sagen. Eine Zeit lang hat es allerdings geheißen, der Lehrer ging jetzt lieb. Das war ja noch schöner. Aber die Sache hat keinen Wert nicht. Da ist ein junges Mensch. Und was da noch der Herr Fürster und Frau Mann dazu sagen hat. Und übrigens ist überhaupt nichts dran. Wie das Tierl gemerkt hat, dass er auch auf sich geworfen hat, ist wie angewechselt gewesen. Aber wenn die Geschichte in Richtigkeit kommt, muss Frau Fürster in die Ehrenmutter machen, nicht? Aber bis dorthin streckt das Glänzchen, gell? So, jetzt muss ich aber einen Kaffee machen. Magst du dann auch eine Tasse? Ohne, ein Fünfchen, so eine Hausfrau zu leben. Aber jetzt sag mal, wie geht's denn dein Alten? Ja, der ist schon wieder ganz gesund. Was? Gesund ist er? Was haben denn da wieder falsch gemacht? Das ist nicht Loni, hey, wer da ist meine Mutter? Na, was ich für Angst habe, ist gar nichts in Sorgen. Mutter, da war die Loni. Ich wünsche grüß Gott, Frau Fürsterin. Grüß Gott, Loni. Freut mich, dass du mich gerade du mal besuchen tust. Heim sitzt ja wenig her zu mir. Gut, Mutter, sei nicht hab. Aber es ist halt so viel geschreckt. Nur starr und kommst. Und lass uns ein wenig alleine plaudern. Wie mir der Leonhard gesagt hat, geht er dir jetzt lieb. Und ihr habt, wie man so sagt, schon längere Zeit miteinander Bekanntschaft gemacht. Ja, wie hat denn das angefangen? Ich glaube, angefangen hat es gar nie. Auf einmal war es halt da. Der Leonhard hat mir gesagt, dass ich mich gern sehe. Und ich hab mir auch gern gesehen. Na ja, dann ist es halt sofort gegangen. Ja, aber schau, was soll denn aus dieser Sache werden, wenn sein Vater und ich nichts wissen wollen davon? Meinst mit schnell heiraten und nachher ist die Sache vorbei. Ich weiß schon, was die Frau Fürsterin meint. Ich bin ein armes Mädel und kann nichts in die Heirat mitbringen. Aber ich habe es arbeiten gelernt und ich konnte noch allerhand dazu lernen, was man ins Hauswesen braucht. Aber ich will mich nicht aufdrängen und wenn es nicht verlaubt ist, na ja, dann gebe ich ihm halt sein Wort wieder zurück. Was? Könntest du da denn so leicht drauf haben? Leicht, Frau Fürsterin. Ihr seid zu immer mal jung gewesen. Und ich denke, ihr wisst selber, was ein treues Herz auf eine sichere Frage für Antwort gegeben hat. Sagen kann ich es nicht, aber gespüren tun es. Ja, ich habe es schon gespürt, wie wir zeitlang auseinander gewesen sind. Ja, warum seid ihr denn auseinander gewesen? Ja, weil es meine Mutter nicht mehr geliehen hat. Denn sie hat nicht glauben können,
dass der Leonhard sein Wort halten kann. Und so haben wir uns aneinander aufsagen wollen. Aber es ist nicht gegangen. Ja, warum denn nicht? Es ist halt nicht gegangen. Ich habe mir alle Mühe gegeben. Ich habe gewarnt und bett. Ich habe trotzt und schicht an. Aber wie wir uns wieder gesehen haben, ist alles gewesen wie zuvor. Ich kann gewiss nichts dafür. Und ich weiß halt auch nicht, wie ich das anders machen kann. Der Leonhard hat halt gemeint, ich soll die Frau Mutterchen bitten, dass man Herrn Fürster viel sprechen darf. Ja, so? Und ich bin auch der gar nicht. Ich meine halt, Frau Fürsterin kann nicht so grausam sein und unser Glück aufholen. Ich will sie gewiss vergelten. Na ja, dann will ich halt mit dem Vater reden. Bleibst gleich beim Café da, wenn die Sache gut ausgeht. Jetzt dabei sitzt ins Garnhäusl aus und wartet ein bisschen. Vergelt's du tausendmal. Ich bete dabei, dass alles gut ausgeht. Das gibt den Hauptspaß. Da muss der Vater sitzen und der Leonhard. Ja, Leonhard. Leonhard! Da kommst du raus. Im Garnhäusl draußen hast du aber schon gar nichts zu suchen. Da, komm, du hast mein Tisch her. Meine Mutter, red du frei zuerst mit dem Vater. Du kennst ihn ja. Zum Schluss schreckt er mir das arme Mensch noch. Halt, da bleib. Ich werde mit dem Vater schon reden. Aber jetzt dabei bleibst du beim Tisch und wartest ein bisschen. Loni, schau's noch, komm raus. Ich kann nicht weg von da. Du, ich meine, es geht alles gut. Geh, gib mir schnell ein Bussel. Geh, sowas. Wo du der Vater jeden Augenblick kommen kann. Die Sünde. Geh, hör auf. Jetzt habe ich dir schon so viel gegeben. Jetzt auf einmal soll es eine Sünde sein. Ihr schau, wenn es wer sieht, ist es eine Sünde. Jetzt, ich meine, da kommen sie schon. Heilige Mutter, an die Augen. So, Herr Fürster. Das geht ja schon wieder ausgezeichnet. Jetzt könnt ihr schon wieder im Parademarsch mitmachen, so wie im Baschzeug heute. Das ist auch schon wieder ganz gut beieinander. Darum sage ich halt, nur kein Fuschen nicht nehmen, weil ich schon bei der Wissenschaft bleiben will. Geh, hör mal auf. So groß ist das Kunststückel dann auch wieder nicht gewesen. Da sieht man es wieder. Und dank ist der Welt Landhütte. Da ist doch das unvernünftige Tier ganz was anderes. In Taunhofer Jahrhundert ist mir gestern aufgesprungen und hat mir die Hand angeschlägt. Ach so, und jetzt wird ich auch auf die Hupen und so die anschlägt, oder was? Das sage ich nicht, aber schöner war es schon, wenn anstatt mit Kunst da was sitzen. So, da an den Tisch wird Platz genommen. Und ich kann stessen. Ja, was war denn das? Da schaut sie ganz feierlich aus. Wo ist nicht wegen der Huselbrede, was im Hitzen saufen kann. Ja, das wird wohl eine Veranlassung zu einer Feierlichkeit sein. Ja, wenn der Hausvater nach schweren Leiden wie im Besitz seiner Geistes, Mannes und Körperkraft ist, natürlich mit Gottes und eines gewissen Zangerl Hilfe, denn ich und unser Herr, wir zwei arbeiten neu wie zusammen, weil das mir über die Daumen die Arbeit trifft. Ich werde schon wohl den Daumen treffen. So, da ist ein Kuchen, den ich an Gustav habe. Ja, Aldi, dass du so viel mir machst, nicht wegen meinen angeschossenen Läufen, das hätte ich mir dir nicht gedacht. Wir müssen du in Leonhard seine Auferstehung feiern. So, Leonhard das eh. Tu ich noch einen Kaffee? Ja, was eine richtige Hauswirtin versteht halt. Auf zarter Weise ihrer Familie eine Freude zu machen. Aber wenn ich den Gullhofer so anschaue, da spüre ich so eine Rührung in meinen Innen, nicht zum Sagen. Aber so eine Überraschung passieren so ein armer Wiedewahr wie mir überhaupt nicht. Ja, dann musst du wieder heiraten, wenn du dein Wiedewahr da sein gar so viel Arbeit macht. Ja, Geschichte ist auch ein Schalanheil dran denk. Und der Gugelhub hat mir nicht Schluss gereicht. Da hast du recht. Such dir noch richtig Dirndl aus. Ja, ist schon gesucht. Aber das wird eine Überraschung. Das ist wirklich großartigste Verbindung, die was noch nie da war. Aber vorläufig bin ich ja viel zu Gentleman und muss strengste Direktion beobachten, verstanden? Aber schau jetzt. Ich bin gar nicht neugierig. So, da ist der Kaffee. Das
Seht du, was ist die anderen auch da sein? Ja, hör ich sag einmal, für wen gehst du die Haufen hinfahren da? Jo, dies da ist für Leonhard und dies ist für einen Gast, den er mitgebracht hat. Ich will ihn gleich holen. Oh, ein Gast auch noch. Ja, mal so. Nicht einmal sein Hutfabrik kann man mit einer Ruhe trinken. So, da war der Gast, den Vater um ein recht freundliches Gesicht bitten darf. Los, die Junge warm! Ich darf halt schon bitten. Vater, ich kann nicht anders. Hack das nochmal, es geht's mir an. Wie ein alten Tag sind gegangen. Oh, was will man denn machen? Bei mir das Tierl, wenn es meine Tochter werden willst, mir wird's recht sein. Gib mir den Platz auf. Juhu! Jetzt glaube ich, dass die Welt rund ist und dass sie sich traut. Ist denn oft noch ganz anders ausgeschaut? Vergelt's gut, Mutter. Vergelt's gut, Mutter. Der Herrgott hat's recht gemacht und er wird alles andere recht machen. Kein Sitz hier. Bring einen Kaffee. Oh, was war das? Laune, das geht ja doch nicht. Da habe ich da auch noch was zu sagen. Die Gemeinheit, der Ehebruch, Pygamie. Ja, super, lass dir so keine Traurigkeit nicht anwachsen. Schau, es gibt ja noch so viele Mauern auf der Welt, die zur Baderin passen. Halt, jetzt geht mir auch ein Licht auf. Was, Fürstri, die Satz so eine Schlange. Meinst du, Leute, ist zwingend ein? Ja, zwingend ein, ja, streit nicht hin. Und dann so ein Haus, wo gegen mich ein solches kein Bock geschmiedet, wenn es schon so schon mal. Der Pferd ist übergeschnappt. Bader, hör Zeit auf, vernünftig. Geh her, dann sitzt du nieder. Und du, Mutter, du räumst die Hut von Bruder weg. Und bringst uns eine Flasche Wein. Weißt du das eh? Dein Guten, den was mir der Herr Graf sein Jubiläum geschickt hat. Was hast du gesagt? Ein trefflichen Wein? Na gut, heißt, den bin ich nicht unversehentlich, da bleibe ich auch meinetwegen da. Weil lasst mir da keine Ruhe nicht. Na, Bader, was hast denn jetzt gehabt? Ach, Schnecksi. Ich habe manchmal so Konzessionen gegen meinen Kopf. Das kennt nur von Griechen, das habe ich von einem Tag Franzosen gibt. So, da war der Wein. Warte, Wein, du. Frau, da soll ich leben. Und die Mutter dazu, die uns in Leonhard wieder gebracht hat. Schönen Dank, war die Freude, wenn ich heim bin. Wir sind richtig. Ja, habt ihr viel machen müssen und ich gratuliere halt auch. Schön Dank. Habt ihr lange gebraucht, bis dass ihr es zu einem Gugelhof und zu einem Jubiläumsmein gebracht habt? Aber es stimmt halt da, was früher die lateinischen Doktoren da in schweren Operationsfall wie gesagt haben. Firnis Citronat Opium. Das glaubt man lebe hoch. Hoch, hoch. Wieder. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Es war auf jeden Fall ein ganz bezauberndes Publikum. Wir bedanken uns recht herzlich beim Kirsenfranz fürs Einlernen und wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Hand. Ja.
Ja.